Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Prost, es gibt Kaffee. Schön, dass ihr da seid. Leute, wir zocken ein bisschen. Hallo, Ansuil. Wir zocken ein bisschen. Und ich habe mir überlegt, wir machen jetzt Bulwark. Das ist das Spiel, was wir gestern schon machen wollten. Und dann zocken wir Microtopia. Das ist so eine Demo, die auch ganz lustig aussieht, mit so kleinen Ameisenrobotern. Gucken wir uns auch mal an. Das wäre so der Plan für heute. Dann fahre ich ins Büro und dann sehen wir uns nachher bei RBTV Home. Das ist mein Plan für heute. Wie geht's euch, bevor wir gleich anfangen? Ihr wisst ja, wenn ich zocke, dann bin ich immer so ein bisschen abwesend. Ich neige dazu, zu vergessen, in den Chat zu schauen. Deswegen erzählt mir jetzt, wie es euch geht. Meribo, herzlichen Dank für den Support. Hey Ranger, was geht ab? Moin, moin. Langes Wochenende. Ey, wir haben, Hauptsache du bist heute Abend noch fit. Ja, wir werden sehen. Ich fühle mich ein bisschen angeschlagen. Ich bin in so einer Situation. Ihr kennt die ja sicherlich auch. Wenn man so fühlig ist, ne? Wenn man das Gefühl hat, oh fuck, irgendwas ist, bluh, der Kopf fühlt sich nicht so richtig an und die Stimme ist, deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass ich krank werde. Aber ich werde nachher einfach Ingwertee trinken und dann passt das schon. Aber ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen seit der Pandemie so Sachen wie Busfahren und so, da denke ich jedes Mal, fuck, das kann ja gar nicht gut gehen. Ich bin neulich Bus gefahren, jetzt die Tage mehrfach. Und wenn man so in einen Bus einsteigt, und früher hatten die Leute alle Masken auf, früher, und jetzt ja niemand mehr, aber es ist trotzdem, ist ja Erkältungszeit. Und dann steigt man da ein und es ist einfach so eine Presswurst an Menschen da drin. Und man atmet ein, was Menschen ausatmen und ausschwitzen und auspupsen und fasst Sachen an, wo 1000 Leute angefasst haben und so. Und man denkt, ich denke mal, wenn ich dann in so einer, das ist so eine Keimkapsel, das ist wirklich eine Keimkapsel, so ein Bus. Und ich denke mir mal, wenn ich da so reingehe, oh fuck, ey, das kann man nicht überleben, das geht nicht. Also natürlich rein, das ist nur in meinem Kopf, ne? Ich sag nicht, dass das empirisch belegt ist, Ansuil. Ich sag, es ist aber in meinem Kopf. Und jetzt habe ich direkt so einen leicht kratzigen Hals. Ich kann schon seit 5 Jahren keinen Bus mehr fahren, weil ich da drin heftige Panikattacken bekomme. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich denke, da müssen wir jetzt durch, ja. Lecker Menschenatem. Ja, aber wird schon werden, alles gut. Ich habe auch gar keinen Bock auf krank sein. Biscay, was schreibst du denn? Moin Nils. Da es mir heute nochmal durch den Kopf gegangen ist, muss ich einfach mal kurz Danke sagen. Deine Empfehlung der Sturmlichtchroniken hat mich in die komplette Sanderson- und Cosmere-Sucht getrieben. Ich habe über die letzten 3 bis 4 Jahre alle Werke gelesen, manche mehrfach, und liebe das meiste davon einfach. Ohne deine Empfehlung wäre ich da wohl nicht drüber gestolpert, da ich nie ein großer Fantasy-Fan war. Daher mal ein ganz dickes Danke. Ja, bitteschön, gern geschehen. Biscay, das freut mich doch, dass es dir gefällt. Danke für die Rückmeldung. Es gibt Leute, die haben Bock auf krank sein. Ja. Naja, es gibt ja schon mal so Momente, also krank sein ist natürlich immer scheiße. Aber es ist auch mal die Frage, wie krank man ist. Es gibt ja auch Leute, die können, wenn sie krank sind, die ganze Zeit Netflix gucken und solche Sachen. Und wenn ich krank bin, dann ich bin halt wehleidig. Ich liege dann nur im dunklen Raum rum und leide. Und habe gar keinen Spaß. Und es ist jetzt auch noch Ostern, so. Das heißt, ich meine, in meinem Fall ist es eh nicht so, aber es gibt ja auch Leute, die haben nicht so viel Bock auf ihren Job. Und die sagen sich dann vielleicht so, ja, jetzt ein paar Tage mal krank sein. Ist ja vielleicht auch okay. Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich keinen Bock drauf. Männer schnupfen sollte man auch nicht unterschätzen. Nee, überhaupt nicht. Als Kind konnte ich das mal genießen. So ein wenig Ferien, ja. Lieber krank sein als Schichtarbeit. Ja, kommt auch drauf an, was man macht, ne? Hatte Weihnachten das erste Mal Covid, lag auch echt 4 bis 5 Tage nur im Raum, konnte nicht mal Film schauen, ne.
Ständiges Krankmachen ist ein Low-Performer-Move. Krankmachen ist ja, also diese Wortschöpfung krankmachen, ne? Die beinhaltet ja, dass es einen aktiven Akt gibt. Eigentlich heißt es ja krank werden, ne? Ist ja was Passives. Krankmachen macht dieses passive Krankwerden zu einem aktiven Akt, an dem man teilhat, sich selbst krank zu machen, um sich der Arbeit zu entziehen. Und das ist so eine sehr, sehr unangenehme Wortschöpfung. Weil kann ja niemand was für. Niemand hat Bock, krank zu sein. Grundsätzlich kann man aber auch immer noch eine Maske tragen. Ja, ich finde das ein bisschen schade. Ich habe das aber leider auch kommen sehen. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir so als Gesellschaft uns darauf geeinigt hätten, Verzeihung, dass aus dieser Pandemie heraus zumindest die Leute, die das Gefühl haben, sie werden krank oder sind sogar krank, dass man da eine Maske aufsetzt. Dass das eine Selbstverständlichkeit wird, um andere zu schützen. Aber es passiert in Deutschland nicht. So sind wir einfach nicht. Wir sind halt auch schon so ein bisschen, wir Deutschen sind halt auch so ein bisschen, wir sind immer noch so Germanen, die so im Wald leben und so komische Riten haben und sich von den Römern nichts sagen lassen wollen. Kommen die Römer und sagen, hier, ich baue euch eine Stadt mit fließend Wasser und mit so Klos, wo ihr auf Klo gehen könnt. Und dann wird das weggespült automatisch, müsst euch um nichts kümmern. Und die Germanen sagen lieber, nee, ich scheiß in den Wald. So sind wir halt auch ein bisschen. Wir sind noch so Waldscheißer, einfach, wir Deutschen. In gewissen Dingen. War neulich beim Arzt und war der Einzige mit Maske in der Praxis und da haben einige gehustet und Schnupfen gehabt, sagt Ray Dramon. Ja, das ist auch immer so. Ich denke mir auch jedes Mal, wenn man zum Arzt geht, die Wahrscheinlichkeit, dass man da krank wird, ist ja auch viel höher, weil die Leute, die ja hingehen, die haben ja alle was. Naja. Arbeite in Kanada, sagt Ben Rai. Hier hat man 7 Kranktage, die man sich im Jahr nehmen kann. Ab Tag 8 wirst du halt nicht mehr bezahlt. Ja. Das ist halt eine andere Form des Kapitalismus, ne? Das ist halt in Deutschland, sind wir schon sehr sozial in vielen Dingen und das ist auch gut so. Bei meinem ich habe ehrlich gesagt, ich habe nicht mal einen Hausarzt. Ich bin kein guter Arztgänger. Aber Arzttermine machen ist so nervig, weil wenn du niemanden hast, wo du regelmäßig hingehst und ich gehe immer, wenn ich zum Arzt will, weil ich irgendwas habe, dann muss ich 1000 Ärzte abtelefonieren und wollte ich mal einen Arzttermin machen. Der früheste Termin, der mir angeboten wurde, nachdem ich mehrere Praxen angeschrieben hatte, war im August. Der zweitbeste war im Oktober. Also es ist, ja. Ein Hüttenarzt. Das ist ein Hüttenarzt, ein Psychologe oder was? Aber kann man nicht mittlerweile bei vielen Ärzten auch so Remote-Krankschreibung machen lassen? Ich bin nicht privat versichert, nee. Naja, egal. Wir wollten ja eigentlich was zocken, ne? Oder? Hallo Heraldan. Es geht ab. Hütte kleiner als Haus. Das war ein Wortspiel. Ach, Hausarzt, Hüttenarzt. Okay, ich dachte bei Hütte irgendwie so an Dachstube hier an den Kopf.
Das war so die Hütte, whatever, der Kopf als Wohnort. Weil da wohnt, man wohnt ja in seinem Kopf, weil das ist ja da, wo man ist. Man ist ja nicht im Fuß. Man ist ja so. Deswegen dachte ich, okay, das ist das Zuhause, ist die Hütte. Und Hüttenarzt wäre dann Psychologe. Finde ich, hätte man auch drauf. Na, okay. So. Nils, bist du heute bei RBTV? Ja, auf jeden Fall. Ich bin heute bei. Ich freue mich drauf. Mein erster Auftritt bei RBTV Home. Mein erster Auftritt. Ich hoffe mal, ich bin nachher fit und alles wird gut und ich freue mich auf die Sendung. So. Jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben, ich muss ja wie gesagt nachher dann zu Rocket Beans düsen und wollte vorher noch was machen. Fangen wir mal an mit Bulwark. Bulwark ist so ein Aufbauspiel, was glaube ich ganz süß ist. Was ist das Konzept von RBTV Home in a Nutshell? Zu Gast bei Freunden. Also, das ist halt, Home hat verschiedene Settings in einem großen Studio, wo man kann da was essen, man kann gemütlich auf dem Sofa sitzen und quatschen, man kann was zocken, man kann mit mehreren Leuten einfach zusammen sein und mit dem Flow gehen. Also, es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, hast du mal Bock auf Cult of the Lamb? Ja, habe ich schon mal gehört tatsächlich. So, Freunde. Babidabab, das ist Bulwark. Ihr seht schon am Artwork da hinten. Hier. Sieht schon ganz nice aus, oder? Ich habe gestern schon mal so reingebaut. Oh, der fängt schon an zu reden. Ich überlege, ob ich. Ja, wir machen gleich mal einfach Start. Ich fühle mich noch nicht safe genug für freies Bauen. Ach, Turi hat das auch schon gespielt. Bist du heute Mod? Oder in welche Ecke sitzt du? Ich glaube, ich bin Mod. Tatsächlich. Und wenn nicht, dann sitze ich irgendwo rum. Und lass mich führen. Ist auch mal ganz gut. So, habt ihr Sound? Ja, ihr habt Sound, ne? Braucht auch ein bisschen Sound. Geil. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und schauen uns das mal gemeinsam an, ob das geil ist, ob das Spaß macht. Rumsitzen, ja, rumsitzen fetzt auch mal. Ist wirklich so. Einfach mal irgendwo zu Gast sein und für nichts verantwortlich sein, ist auch geil. Tatsächlich. So. Let's go, let's roll. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bulwark, einem sehr charmanten Aufbaustrategiespiel. Vielleicht ist es auch zu viel der Beschreibung von einem einzelnen Entwickler, der das wirklich sehr, sehr süß gemacht hat. Und wir schauen direkt mal rein und dann werdet ihr This vom is the campaign mode. Spiel Here you mitgenommen. get a taste of the open world building sandbox. It has a basic tutorial, a resource system based only on distance rather than how much you can produce, and an ever-expanding set of encounters, world events and unlockables. So ist es. Das ist Thomas und das ist der Entwickler des Spiels. A word of advice: click and build everywhere. There are no mistakes, and slowly figuring out what builds where and how things grow is part of the game. It's about experimenting. So don't be afraid and go wild. Das finde ich schon mal sehr gut. Mach mal hier auf Zurücksetzen. Ich hatte es schon mal angespielt und wir fangen komplett neu an. Our people were wrecked during the War of the Tree. Dunkel, Castellus, Moorbridge and even Port Remit. Nothing remained of our prosperous free houses after decades of attrition. We took what we had and left in order to resettle in peace, away from the warlords and fiefdoms that remain. We will succeed because on our backs the past was built. And from our hands, the future will be wrought. Ganz süß, oder?
Und ich glaube, das ist sehr unaufgeregt und entspannt. So, wir spielen mal das Tutorial. Ich habe, wie gesagt, schon mal ein halbes Stündchen so mir das angeschaut und es für gut befunden. Ah, you're finally here. We've already built a few essential buildings. I'll assist you in connecting things up and getting the settlement up and running. So, while you're on the ground, we will focus on a single building at a time. This will allow you to build outward in a variety of ways and upwards later on. So, jetzt können wir natürlich hier gut die Kamera First, immer noch so ein bisschen. Connect this outpost to the woodmill, which is located down so. In the shallow water beside the sea. Jetzt geht's los. Das hier ist wood, we cannot build. Ja, das ist unser Sägewerk und jetzt wollen wir das Sägewerk verbinden mit unserem Außenposten. Das ist hier sozusagen unser Startpunkt. Ja, da ganz oben auf dem Zipfel. Und hier müssen wir jetzt eine Straße hinbauen. Und jetzt wird das so blau. Und wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, tada! Our workers are already building houses and industry along the walkway. Wherever you build and our workers can reach, they will settle. Let's now focus on the woodmill. Schön, oder? Da haben This sie direkt. Woodmill. Mir gefällt produces das. And transports wood across walkways. Let us build a basic wooden tower with a walkway towards it. So, also jetzt können wir, da kommt jetzt ein Kreis und da können wir jetzt einen neuen Verbindungsturm bauen und der wird direkt verbunden. You just built a basic tower. It is used to connect up your settlement and transport vital resources. Workers will also build homes and industry around it. Ist doch süß. So, jetzt, nee, wir wollen gehen wir mal wood zum can only travel a limited Sägewerk. Number of walkways away from the woodmill. But this can be increased by encouraging workers to build along walkways connected to the woodmill. So, wir müssen jetzt mehr Verbindungstürme und Gehwege vom Sägewerk ausbauen. Und mit Tab sehen wir jetzt, okay, hier macht er plus 6. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das richtig hinkriegen. Weil er hat jetzt ja gesagt, wir sollen mehr Verbindungstürme bauen. Good work. Plus 7, the woodmill is now delivering wood further than before. Hammer. So we can move on. Das Across from the woodmill, we also built a stone quarry. Let's hier. Connect that to our settlement. Verzeihung. So, jetzt gehen wir mal. Wir können jetzt, glaube ich, so direkt. Ja, komm, mach davon alleine. Guck. We can use this stone to upgrade various buildings and walkways. And just like the woodmill, by allowing workers to build around it, the stone industry can expand. Ah ja. Das heißt, hier sehen wir jetzt plus 6. Similarly to your woodmill, it produces stone that can travel a limited number of walkways. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch mehr bauen, mal gucken, sind wir bei plus 6. Great job. Now we have access to the quarry, our wooden towers can be upgraded to stone. Plus 7, geil. Das ist schon eine plus 7. Jetzt, warte, wir gehen nochmal wieder da in, zum Tower hin. Das sehen wir jetzt, genau, jetzt sind wir wieder am Tower. Jetzt könnte ich ja noch einen bauen, und zwar, wenn der, wo der Kreis. Ah, warte, da war doch gerade einer. Gucken, ob wir das auf plus 8 kriegen. So, zack, noch einer. Jetzt, na, plus 7. Wird das jetzt noch gleich eine plus 8? Ich weiß es nicht. Nee. Aber wir sehen in jedem Fall anhand der Farben, dass da Arbeiterholz fließt hier lang. Doch, wir sind bei plus 8. Geil. Also kann man das erhöhen, auf jeden Fall den Ressourcen-Output. Das sollten wir dann ja auch mal machen, ne? Dann gehen wir direkt mal hier hin, da ist der nächste. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt einfach ewig so weitergeht. Aber wir können auch nichts verkehrt machen, hat uns das Spiel ja auch zu Beginn gesagt. Einfach rumexperimentieren und machen, worauf man Bock hat. So, wo hätten wir jetzt... Guck mal, in, da hätten wir noch einen weiteren Turm. Plus 8. Dann zack, noch ein. Wäre schon bei plus 9. Hammergeil. Plus 10. Haha, es funktioniert. Plus 10. Gehen wir noch.
nach hier hin. Kommen wir dann so, ja, plus 11, geil. Das ist nice, das sieht gut aus, macht Spaß. So, da bauen wir noch einen Turm. Plus 14, ja, wie geil sind wir denn? Und, nee, das war falsch. Erstmal wieder den da, jetzt bin ich hier auf dem Steinbruch. Und jetzt gehen wir noch hier hin. Geil. Ich mach das einfach mal. Und noch einen. Okay. So, plus 15 sind wir jetzt schon. Jetzt können wir das mal wieder ausmachen. Und guck mal, was jetzt daraus geworden ist. Und das finde ich so schön einfach nur. Mit ein paar Klicks wird da so eine richtig geile, lebendige Welt draus. Komm, erzähl mir nicht, dass das nicht nice ist. So, und jetzt haben wir auch einen gewissen Stein-Output hier. Und jetzt gehen wir auf den Holzturm. Dass der Holzturm ausgewählt und die Baulinie zurückgezogen ist. Okay, wir wollen jetzt einen Turm aufwerten. Ich glaube, wir können uns einfach einen aussuchen, den wir gerade gebaut haben. Und zwar, warte, den hier zum Beispiel muss eigentlich. Hey, da. Jetzt sind wir auf dem Turm. Na? Okay, so, Turm und jetzt habe ich mit der rechten Maustaste diesen Turm aufgewertet. If you rebuild a walkway adjacent to a stone tower in place of a current wooden one, it will be upgraded to stone. Ja, also wir können unsere ganzen Konstruktionen aufwerten zu Stein. There is no iron available for this upgrade. Das heißt, wir können stone towers create stone walkways. If you rebuild a walkway adjacent to a stone tower in place of a current wooden one, it will be upgraded to stone. Select your outpost. So we can start expanding it further. Ah, ja. Okay, wir können das hier auch, diese Wege, können wir alle aufwerten. So, jetzt werden sie aus Stein gebaut. Da ist irgendwas ist wieder dafür da. Geil. So, aber bevor wir das machen, ich mache jetzt so ein bisschen Eigeninitiative. Jetzt sind wir wieder auf unser Woodmill und ich versuche ja hier auch ein bisschen mehr Output zu generieren. Jetzt sind wir hier nämlich bei plus 13. Das muss ja eigentlich gehen, wenn ich jetzt hier noch so ein paar Türme baue. Dass wir auch mehr Holz haben. Das sieht in jedem Fall nice aus. So, jetzt muss das wieder so orange leuchten. Ja, wir sind auf der Woodmill, okay. So sternförmig machen wir das. Plus 13, mal gucken, ob das jetzt gleich noch mehr wird. So, sieht auch nice aus. Und wir können diese Wege auch, wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke, wird das auf Stein aufgewertet. Dann ist das hier ein Steinweg. Und die anderen sind noch aus Holz. Hey, Camille Scusa. Cheers from Wired. Thanks for streaming Bulwark. Yeah, you're very welcome. Thanks for creating a very, very beautiful game. I have just started, so I'm an absolute noob. Please don't feel offended if I do any mistakes. Okay, jetzt gehen wir mal auf unser Haupthaus. Can be upgraded as well. Let's use the stone to upgrade the outpost to its second stage. Okay, guck mal, jetzt haben wir nächste Stufe. Towers and outposts. These allow workers to build a higher class of housing on them, increasing the worker output. Okay, jetzt können wir hier noch Fundamente bauen. Aber können wir es dann upgraden? No iron. Okay, wir brauchen Iron. Upgrade. Warte. We can add foundations to basic towers and outposts. These allow workers to build a higher class of housing, so, guck mal. Increasing the worker output. Da unten jetzt, da unten seht ihr die Foundation da. The output of our outpost can be improved further by connecting more towers and walkways to it. Sieht doch nice aus. Das sind so ein paar Terrassen hier, guck mal. So. So nice. So. Whoop. So. Bisschen wie Minas Tirith oder so. Nice. Okay. Oh, wir haben den nächsten Abschnitt im Tutorial, den Flieger fliegen lassen. We have done well. It is time we started being more ambitious. Take to the skies. And seek out iron ore. Das machen wir. No worries, I'm not a developer, no pressure, continue, sagt Camille. Alles klar, I will do.
So, wir wechseln auf unser Fluggerät. Das hier. Build resource extractors, harbors and outposts on other islands. It will also help to get you out of trouble, which is never far on the Ursi. Okay, also mit unserem Flugschiff müssen wir jetzt ein Eisenvorkommen suchen. Ich glaube, ist das hier? Ach, guck mal hier, genau da. Ah. Hier, warte, das. Naja. Ist das hier Eisen? Ne, aber das ist Stein und das ist die Sägemühle und das ist unser Hauptquartier. Sehe ich hier dann die Ressourcen? Oh, da ist noch eine potenzielle Sägemühle. Da ist auch noch eine potenzielle Sägemühle. Und wir fliegen jetzt mal dahin. Ich glaube, da ist das Eisen. Mal gucken. Jo, hier ist Eisen. Okay, und jetzt bauen wir hier in der Mitte eine Eisenmine. We now have access to iron, but it needs to be transported across the water. Let us build a trade route for ships that can transport iron and other resources back and forth. Okay, machen wir das. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder wechseln, ne? Ah ne. Müssen wir erstmal einen Hafen bauen. Lass mich mal schauen, dass der Hafen so ausgerüstet ist, dass das hier gut. Guck mal, hier kann ich den bauen, da könnte ich den bauen. Relativ kurzer Weg zu unserer Insel. This is too close to something else. Echt? Okay. Aber dann hier. We now have access to iron, but it needs to be transported across the water. Let us build a Hammer. Several captains are now available. Oh geil. Each captain holds Guck. Specific resources for this trade route. Oh, Leute, iron das ist doch echt schön. But wood is also recommended to expand the mine later. Also hier, guck mal, das ist die Eisenmine. Hier wird das so hoch gefördert. Dann wird das hier erhitzt. Und hier kommt dann das flüssige, heiße Eisen raus. Und wird dann hier, das ist eine Hängebrücke, wenn dann ein Schiff durchfährt, mega nice. Und das ist unser Hafen. Und jetzt kann ich hier Kapitäne zuweisen. Okay, der transportiert Holz. Nee, noch nicht. I will only carry iron and workers for our industries. Ja. The iron I transport is helping our settlement grow and prosper. I will carry stone and workers only, nothing else. Okay, nur stone and workers. Ich weiß nicht, ob wir Steine brauchen. Ich glaube, vielleicht reichen die beiden sogar. Und jetzt müssen wir natürlich noch einen zweiten Hafen bauen, ne? Und das heißt. Harbors always need to be built as pairs. Ja, dann machen wir direkt. A trade route will connect them. Captains will carry your resources over vast distances. So, das ist ein bisschen möglichst nah aneinander ist. This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. Da fahren sie jetzt hin und her. Ist das nicht nice? Okay, wir sollen den Aufklärer zurück zum Außenposten, der ist hier. Select your outpost, so we can start expanding it further. So, dann müssen wir wahrscheinlich. Ja, wo bist du? So? With iron, we can start building defensive structures, such as imposing command towers. But before doing so. We need to upgrade our outpost into a proper citadel. Okay. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command towers. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and balconies. Cool, cool, cool. Ich finde das richtig schön, das Spiel. Wie man sich so die eigene Welt designen kann. Ich mag hier unseren Hafen, das ist cool. Die fahren jetzt hin und her, tauschen die Ressourcen aus. Ich will jetzt aber einmal noch da hinten hin. Weil wir sehen jetzt ja Eisenmine plus 2. Und das ist ja ein bisschen wenig. This resource extractor is missing access to workers. Ach echt?
Okay, wir machen das gleiche, wie wir mit dem anderen gemacht haben. Wir setzen hier mehrere Türme hin und gucken mal, ob wir jetzt dadurch auch den Output erhöhen können. Die Arbeiter müssen ja mit dem Boot kommen. Wir haben ja ein Boot, was Arbeiter transportiert, also eigentlich müsste das passen. So. Wir haben mal ein Auge drauf, ob sich jetzt der Eisen-Output erhöht. Ja. Noch plus zwei. Vielleicht fehlt es einfach an Arbeitern. Vielleicht muss ich noch einen Captain anstellen, der nur Arbeiter transportiert. Ist das nicht nice? So. Noch passiert da gar nichts. Aber es sieht geil aus. Wir können jetzt mal den einzelnen Turm auch aufwerten. Sollen wir diesen. Ja, warte. Den Turm anwählen. Und jetzt. There is no stone available for this upgrade. Okay, dadurch, dass hier kein Stein ist, können wir nicht upgraden. Das heißt, wir müssten eigentlich. Fortsetzen. Nochmal vielleicht zum Hafen und die Trade Route. Wie kann ich jetzt nochmal die Trade Route? Vielleicht muss ich dann hier einmal hinwechseln. Mal kurz gucken. Nee. Oh, warte mal zum Gebäude wechseln. Space Aufklärer bewegen Ressourcen. Wie kann ich jetzt nochmal hier die Route? Die Handelsroute. Ich will da noch ein zusätzliches Schiff raufbauen. Are you still there, Camille? How can I add another ship to the route? I want to add a ship that transports stone so I can upgrade this tower. But I don't know how I get back into the Trade Route Management System, short TMS, TRMS. Ey, bisschen ungewohnt, man wählt nämlich nur mit der Maus an und ab. Okay, hier haben wir jetzt aber Stein und LMT, linke Maus, was da halten stand, da habe ich das überlesen. Ah, warte. Ah, wer hat das gesagt? Arganesta, vielen Dank, Arganesta. So, stark, okay. Das heißt, wir können jetzt hier gucken, was haben wir hier noch? Den haben wir? Ja, Stone and Workers. Ja, stark, okay. Nice. Okay, das heißt, jetzt haben wir hier auch Stein. Jetzt könnten wir demnächst, also Stone and Workers, das ist ja beides wichtig. Und dann könnten wir eigentlich irgendwann mal so einen Turm hier auch upgraden. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt schon Stein ist. Wahrscheinlich noch nicht da, aber. Doch. Ha! Guck, jetzt haben wir diesen Turm aufgewertet. Oh, jetzt haben wir ihn richtig aufgewertet. Jetzt habe ich noch irgendwas anderes aufgewertet. Und? Wie hoch geht's? Geil. Ich werte ihn die ganze Zeit weiter auf. Okay, das ist, glaube ich, maximale Aufwertung. Und jetzt kann ich dem hier aber noch so Balkons und so. Schaut mal. Oh, noch so ein zweiter Turm. So. Und hier noch einen. Okay, und jetzt, was macht das Dreieck? Jetzt oben ein Balkon auf diese Kuppel drauf. Okay. Machen wir einmal so komplett drumherum. 360, so. Okay. Jetzt haben wir einen richtig hohen Turm, der unsere Eisenmine bewacht. Wir haben immer noch plus 2, ich weiß nicht genau woran es. Oh, was ist das? Minus 2. Oh, das ist nicht gut. Aber das ist ein Wachturm, glaube ich, oder? Die Faust heißt vielleicht, dass wir da.
wehrhaft sind. So, was wolltest du jetzt von mir? Nächstes Gebäude wählen, linke Maustaste, Ressourcenfluss-Tab, zum Aufklärer wechseln, Space. Haben wir auch gemacht. Und was hat er jetzt nochmal gesagt, will er von mir? Ein bisschen exploren, ne? Also wir können jetzt... The world map shows our holdings, which we can fast travel to. I will also mark any freelance captains that enter our waters, as well as suspicious locations. Da ist ein Fragezeichen. Das ist eine suspicious location vielleicht. Sinkender Stammschwimmer. Vielleicht können wir da neue Leute rekrutieren. Hier haben wir noch Eisen und Holz. Wie wäre es denn, wenn wir da mal hinfahren? Und einen weiteren Hafen bauen. Brauche ich natürlich noch mehr Kapitäne, weil wenn ich jetzt keine Handelsroute dahin einrichten kann, bringt mir das natürlich alles herzlich wenig. Aber hier kann man in jedem Fall noch so ein bisschen mehr Ressourcen. You have no available resource extractors. Ach so, Mist. Okay. Ich darf keine zusätzlichen Sachen mehr bauen. Das ist ja schade. Aber ich kann einfach unsere Siedlung ein bisschen größer machen, wenn ich jetzt mal so über die Berge gehe. Wieso eigentlich nicht? Wir können jetzt hier, warte, vielleicht von dem Punkt aus über die Berge gehen und guck mal hier, machen so über die Berge rüber so schön hier dann, warte, auf dem Engpass, so. Wird direkt verbunden. Das ist nice. Und jetzt gehen wir da oben rauf. Dann machen wir einen kompletten über den kompletten Gipfel hier, über diese Hügelkette. Oh, da war ich zu weit unten. Bin hier aufgepasst. Das war so, ne? Ja. Wieder zurück nach da. Und dann können wir da über diesen kleinen Stein hier. So. Und dann docken wir den hier an. Warte. So. Jetzt sind die verbunden. Und dann können wir noch von hier. Warte, gehen wir mal. Oh so, okay, da hast du noch einen zweiten gebaut. Das war jetzt gar nicht unbedingt mein Plan. Dann können wir von hier noch einmal rüber gehen. Ich wollte noch nach ganz oben, da habe ich mich ein bisschen verklickt. So. Jo. Da oben lang. Und dann können wir von hier gehen wir. Na, kann ich das hier irgendwo mit verknüpfen? Mit dem kann ich es verknüpfen. Oh. Leicht kreuz und quer, ne? Aber das mag ich. Das ist organisch gewuchert. Und da können wir auch noch eine. Da. Nice. Das ist ein Fahrstuhl hier. Seht ihr das? Wie die das hier gebaut haben. Nice, oder? Ist doch cool. Dann gucken wir mal, was wir jetzt. Steinbruch macht plus 18. Wir machen immer noch plus 2. Ich glaube, es fehlt uns hier an Einnahmen. An Arbeitern, würde ich sagen. This resource extractor is missing access to workers. Ja. Das ist doof. Da brauchen wir. Kann ich auch nicht aufwerten. Da brauchen wir mehr Arbeiter. Und die können ja nur über die Handelsroute kommen. Aber wir haben nicht genug Leute. Da kommen jetzt welche, das passt aber nicht. Da muss. Oh geil, jetzt gibt's hier, guck mal. Ein Unwetter. Sieht man denn hier? Schaut mal, Arbeiter sind grün. Also das Grüne, die strömen bis da. Die strömen da bis zum Hafen. Und jetzt müssten die eigentlich dann aufgenommen werden. Guck mal, hier sieht man auch den Ressourcenfluss. Ne? So, der hat auch irgendwas geladen.
Und es gibt, glaube ich, zwei Schiffe, die Arbeiter transportieren können. Aber es reicht nicht. Wir müssen mehr Kapitäne haben. Kommen nicht genug Arbeiter auf unsere Eiseninsel. Dauert ja auch eine Weile. Aber sieht einfach wirklich schön aus, das Spiel. Guck nochmal auf die Karte. Hatte er mir nicht... Pay attention to the political influence of your settlement. If one faction becomes dominant over the others, our neighbors may seek reason to rekindle old grievances. Das wollen wir nicht. So, ich fahre mal zu diesem Fragezeichen. Das gucken wir uns mal an, weil das ist noch weiß. Gesinnung, Bevölkerung 339. Inventory, oh schau mal hier, wir haben unser Luftschiff, Kampfgruppenerfahrung, Neuling, Freihaus, Wolkenläufer, null Konstruktion im Aufklärungsfrachtraum, Sägewerk, Steinbruch, Eisenmine, 000, okay, haben wir nichts von drin. Könnte ich denn jetzt da noch was mit reinpacken? Ich weiß es nicht, Seelenbaum, oh. Das sind die Kapitäne, ja? Also einen Kapitän habe ich noch nicht in Verwendung. Das ist Kapitän Alexander. Und der kann Arbeiter und Holz transportieren. Die drei haben wir. Der kann nur Holz. Ich sollte den austauschen gegen den. Weil der kann nur Holz und der kann Arbeiter und Holz. Und ich brauche Arbeiter. Also machen wir Folgendes. Wir gehen zum Hafen. So. Und my ship carries wood. Der macht nur wood. My ship only carries wood and workers. Ja. A new home. Seeing it prosper fills me with pride. So, jetzt müssten wir eigentlich drei haben, die beides machen. Before the Great War, the ja. Imperium held the resources and the Mansa controlled the technology. Now only petty fiefdoms squabble for what little remains of Earthsea's old regime. Ja, guck mal, es geht hier schon weiter nach oben, der Seelenbaum. Okay, lass uns zum Luftschiff und mit ihm reisen. Was? Da wird doch gerade was angezeigt. Achso, hier ist einfach nur Richtung. Ja, ich will aber dahin, Luftschiff. Reiß da mal hin. Das ist nördlich unseres Hauptquartiers. Ja, jetzt fährt er dahin. Okay. Wir machen mal eine kleine Entdeckungstour. Da sehe ich doch schon irgendwas. Zeichen von Zivilisation. Zwischen diesen Klippen hat sich da was entwickelt. Guck mal hier. Okay, was bist du denn? Was bist du denn? Our research post has not been supplied in over a year. We would go apostate and find safety in your group. The order is fractured and cannot provide for us. Ja klar. Also die wollen sich uns anschließen. Außenposten zum Zerlegen und Umplatzieren erhöht bei Platzierung die Mansa-Gesinnung. Ja, wir nehmen die auf jeden Fall an. Und, oh, haben wir sogar jetzt ein kleines Achievement bekommen, Expansionismus. Das heißt, wir können jetzt einen zweiten Außenposten bauen. Oder wir haben sogar jetzt diesen sozusagen erhalten. Den müssen wir jetzt aber sicherlich mit einem Hafen ausstatten. Und lass mich mal eben kurz gucken. Da hinten ist unser Außenposten. Das heißt, ich werde mal einen Hafen setzen, aber ich probiere mal, ob ich ein Stück weiter noch in die See rauskomme, damit der Hafen... So, also wir setzen, wählen das mal an. Und lass mich mal gucken, wie weit ich rauskomme. You cannot build here. Nee, okay. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt hier den Hafen bauen. Das ist natürlich eine lange Route. Wo kann ich denn? Da, achso, hier darf ich nicht, weil hier das Wasser nicht tief genug ist oder was. Keine Ahnung. Bis wo darf ich denn hier? So, da machen wir den Hafen hin. So, wir haben jetzt nur noch den einen hier. Und der fährt jetzt das Holz auch hier mit rüber, was okay ist. Das heißt, wir werden dann erstmal nur so Holzkonstruktionen errichten können, aber das soll schon, ist schon okay für den Moment.
da ist also der eine Hafen und wir könnten überlegen, ob wir hier noch einen zweiten Hafen bauen, wenn das geht. Aber dann ist die Wegstrecke ein bisschen kleiner. Das sollten wir machen. Und zwar, bis wo kommen wir? Bis da. Okay. So, hier haben wir jetzt... This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. Super. Okay. Jetzt sehen wir hoffentlich gleich ein Schiff. Da ist es. Was Holz hin und her fährt. Guck. Da. Das Wasser sieht auch ganz gut aus. Okay. So, wir können überprüfen. Plus 13 Sägewerk. Steinbruch plus 18. Die Frage ist, da hinten ist es immer noch plus 2. Sieht man ganz oben. Also das reicht mit den Arbeitern nicht. Das ist doof. Aber der bringt Holz. Das ist gut. Können wir mal kurz dahin springen. Vielleicht haben wir jetzt genug Holz, um schon neue Konstruktionen zu bauen. Hm. Schauen wir doch mal. We lack the metals to build this structure. Nee. Make sure this location is connected and in range of an ore mine. Da. Okay. Können auch nicht aufwerten, ne? Nee. We lack the metals to build this structure. Geht leider nicht. There is no stone available for this upgrade. Ja. Ah, ja, okay, das funktioniert leider nicht. So, Holz geht aber. Und warte. Muss ich mal irgendwie. Ich kann die zwischen den Materialien, die verbaut werden, wechseln. So. Jetzt haben wir da schon so ein paar Türme mehr. Wir bauen nochmal zwei. Hier. We lack the metals to build this structure. Make sure this location is connected and in range of an ore mine. Ja, okay, da das, nee, hat das gemacht. Ah ja, diese kleine Mini-Plattform reicht aus. Zurück zum Turm und hier können wir noch bauen. We lack the metals to build this structure. Make sure this location is connected and in range of an ore mine. So. Da sehen wir den Fluss, Holz fließt, Arbeiter fließen. Wir brauchen mehr Kapitäne. Lass mal auf die Karte gucken. Jetzt haben wir da unseren zweiten Außenposten. Das ist schon mal gut. Und wir können jetzt mal hier hinfliegen. Gucken, was da los ist. Ah, Hilfe! Das, die sinkenden Stammschwimmer. Bilde mir ein, vielleicht gibt es da neue Leute zu rekrutieren. Das klingt ein bisschen so. Da geht's lang ins Unbekannte. Das mit den Arbeitern stört mich noch ein bisschen. Dass da nicht mehr von sind. Auf der Eiseninsel. Damit ich mehr Eisen fördern kann. So. Hallo, was ist hier los? Was ist denn hier los? Dickes Fragezeichen. Our settlement too far away. Okay, was kann ich jetzt hier. Kann ich was machen? Kann ich irgendwie interagieren? Hier gibt es auf jeden Fall 60 Holz. Aber ich kann nichts machen. Ja, Mist, ich kann hier gar nichts machen. Ich kann auch nicht mit denen großartig. Kann nichts machen. Schade, weiß ich nicht. Oh, da ist noch was Neues. Da werden wir als nächstes hin. Zum Fragezeichen. Achso, stand da stinkende und ich habe sinkende gelesen. Ach lol, da steht stinkende. Ich habe die ganze Zeit sinkende gelesen, ja.
Ich fand das sinkend irgendwie, weil das halt Wasser ist und so, habe ich gedacht, das versinkt und ich kann die retten, aber es ist einfach stinkend. Das ändert alles. So, was haben wir hier Feines? Kann ich hier interagieren? Ja. This meager holding was always a last resort. We need a more permanent home. Demolish this temporary haven, so we can rebuild upon a spot of your choosing. Guck mal, wir können den ja auch auseinandernehmen, fällt mir gerade ein. Guck mal, jetzt kann ich den auseinanderklappen hier, wenn ich jetzt den anklicke. Und ich muss ja gar nicht hier jetzt ein Schiff hinsetzen. Ich kann den doch, wenn ich jetzt V halte, warte mal, ich speichere mal vorher mal ab. Gespeichert? Ich hoffe doch. So, V. You're now carrying a salvaged building. Select a spot on solid ground or in the shallows, where you can okay, rebuild cool. it from your surveyor. Okay, cool, cool. Das hätte ich dann mit dem anderen auch schon machen können. Oh, was ist da oben? Ich werde das aber jetzt nutzen, um... Ich guck mal, ob ich das hier machen kann. So, da ist mein Eisen, Johnny. Und wenn ich jetzt zum Holz gehe und mich an den Ressourcen entlang hangele, oder zum Eisen. Ich sehe jetzt aber gerade kein weiteres Eisen vorkommen. Vielleicht sind hier noch welche, keine Ahnung, die habe ich noch nicht erkundet eventuell. Aber die kennt er ja auch schon. Also ich könnte jetzt hier hin. Ich könnte da hin, aber ich weiß nicht. Ah, wir fliegen mal dahin. Ist näher dran. Oh, oh, was ist das? Was ist das denn? Hallo? The Mansa Order sees your settlement and wishes to assist. They have assigned me and my ship to support your efforts. Would you accept? Oh ja, voll gerne. Söldnerkapitän. The Mansa Order sees your settlement and wishes to assist. They have assigned me and my ship to support. You have enrolled a trade ship captain. They can be assigned to transport goods. Yes, sehr gut. Oh, was ist das? Versinke ich da drin? Ich hoffe nicht. Ich gehe dabei kaputt. What's more valuable than a warm hearth in these bleak times? Well, look no further. Master Fabricator of Boilers and Heated Houses. At your Aha. service. What's more valuable? Geschäfte erscheinen. Nicht genau, was das jetzt zu bedeuten hatte. Oh, was ist da oben? Oh, ein neues Symbol. Aber wir bauen jetzt erstmal eine weitere. Ein Haus, Haupthaus. Und gucken mal, ob wir irgendwo noch Ressourcen aufdecken. Auf diesen Insel. Ich hätte ja gern ein bisschen mehr Eisen. Aber hier ist nichts, oder? Da wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ja, dann lass uns mal hier hin düsen. Da ist zumindest Holz. Und dann machen wir beim Holz ein weiteres. Einen weiteren Außenposten. Den schleppen wir jetzt ja mit uns rum. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. So, das ist hier. Okay. You have no available resource extractors. Aber ich kann doch jetzt hier dann einen weiteren Außenposten bauen, oder nicht? Da wohnen wir, dann sollten wir den Hafen so weit weg wie möglich, so. Excellent. We have an outpost that provides workers. Ja. Be mindful of an outpost's allegiance. This influence is the balance of power for your settlement. Okay, das war vielleicht blöd, weil wenn ich jetzt vielleicht näher daran gemusst, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich muss ja dann noch eine Handelsroute wieder einrichten zwischen dem, wo ist hier der nächste Hafen, da hinten ist der nächste Hafen. Ich könnte aber noch einen Hafen bauen.
damit die Reise kürzer ist. Da ist der Hafen. Und, ja, warte mal, die Frage ist... Achso, ah, die Richtung zeigt es mir an hier, von das, die Richtung des Ankers, zu welchem Settlement das gehört. Wenn ich den hier noch baue, dann haben wir einen sehr viel kürzeren Weg. Ich carry iron and stone from your mines and quarries to wherever you need it. My cargo is protected by monster guns. It's as safe as can be. Iron and stone. Eisen und Stein. Ja, die Frage ist, ob... Wir brauchen ja eigentlich Holz. Ich glaube... Wir nehmen einen anderen Kapitän. You have no available commanders on your roster. Was? Commanders and their valuable retinue can be found across the Ursea. Wenn wir... Brings me joy to see our settlement thriving. Steine. Yonite transport is helping us. A new home. Holz und Menschen. Dann nehme ich den mal raus. I carry iron and stone. We are Sie weise ich zu. Iron and stone. Ja. Und dann gehen wir auf den anderen. Den hier? Nein. So. My ship only carries wood and workers. This isn't the best use of my vessel. Find me a better route. Lass mich in Ruhe. Doch, doch, das ist schon genauso, wie ich es wollte. There is no stone available for this upgrade. You cannot build here. There is no tower with access to wood nearby. Warte mal, ist das überhaupt der? Das ist gar kein Hafen, ne? Ich muss noch einen zweiten Hafen bauen. Kann das sein? So. Ah, jetzt läuft das. Jetzt läuft's. This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. Sehr gut. Jetzt wird hier Holz transportiert. Jetzt muss ich mich doch hier so ranschlawinern können, so langsam mal. You have no available resource extractors. Jetzt würde ich aber gerne wissen, wie ich das jetzt mache, wie ich da jetzt ein Gebäude. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command. Ja, das haben wir schon gemacht. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and a balcony. Ja. So, jetzt könnte ich doch aber zumindest mal hier weitere. Ich könnte mich da mal so annähern, oder? There is no stone available. Nee, aber ich will auch kein Stone. Ich will das ja aus. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command towers. Das war vielleicht nicht das Schlauste. Ich hätte es vielleicht hier oben raufsetzen sollen, da. Weil ich weiß gar nicht, ob ich da ran. Ich glaube, das war dumm. Ich hätte den Handelsposten mehr hier an Land setzen müssen. Der ist jetzt ja im Wasser. Ich dachte, das war dumm. Ich müsste den Handelsposten einmal bitte zerlegen. Wir müssen den zerlegen. So, und hier aufbauen. Warte mal. Quasi hier so drauf. Geht das? Excellent. We have an outpost that provides workers. Be mindful of an outpost's allegiance. Und jetzt this influences the balance of power. Ja, 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 ja. Jetzt schauen wir mal, wo ich jetzt hier einen Hafen bauen kann. Nein, das habe ich getan. Ach, das wollte ich gar nicht. Das hat die einfach so gemacht. Der sollte den... Nee. Zeigt's mir gar nicht an. So, jetzt, warte. Da. Da taucht er auf, da ist er weg. Da. Da taucht er auf, das ist das Beste, was wir kriegen können. Und es ist verbunden, sehr gut.
Das wollte ich haben. Okay. Und dann gehen wir auf unseren Hafen hier. Er ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Beste. Wir hätten das hier noch ein bisschen kürzer haben können, die Verbindung. Wenn ich den Hafen... Warte mal. Ich kann es ja noch ändern. Dann sind die dichter dran. Je dichter die dran sind, desto kürzer ist der Handelsweg halt. So, dann bauen wir da noch einen Hafen. This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. So, und den Hafen können wir hier eigentlich abreißen. Den da, den brauchen wir nicht. Gib mir das zurück. Ja, aber nicht alles! Ach! Ach. Das ist hier meinen schönen... This resource extractor is missing access to workers. Wenn ich jetzt hier einen habe ich aus Versehen gelöscht. Den ich hier so oben drauf hatte. You cannot build here. There is no tower with access to wood nearby. Ja. Ich glaube es aber selber nicht. So. Jetzt hier. My ship only carries wood and workers. A new home. Ja. Okay, wood and workers, alles klar, danke. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command towers. Ja. Jetzt würde ich hier gerne. Also ich würde jetzt hier gerne das bauen. This is too close to something else. What? Nein. You have no available resource extractor. Wieso habe ich nicht? Ich check nicht genau, wie ich da jetzt rankomme. Das hier kann erstmal weg. With all major resources now at our disposal. Let's focus on building command towers. Oh, das ist weg. Okay. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and balconies. So ist doch gut, Leute, oder? Ich check noch nicht genau, warte mal, wie ich jetzt die Ressourcen, die ich habe, richtig. Oh, die Eisenmine schon auf plus 6. Also das hat sich verbessert, das ist gut. Das liegt vermutlich einfach an den Arbeitern, die wir jetzt neu haben. Auch mehr Kapitäne natürlich, das wäre super. Hier wird jetzt auch ein bisschen was rüber geschafft. Extraktor freischalten. Sagt Loban. So, jetzt gucken wir erstmal, kann ich. Also den habe ich hier schon komplett aufgewertet. Lass uns mal gucken. So, hier sind auch super viele Ströme hier. So. Was können wir dann noch machen? Wir können hier auch mal wieder was aufwerten. Einen Turm aufwerten. Vielleicht einen von denen. Oder den da. Also. Mit dem kann ich den hier aufwerten. Da, warte. Zack. Ja. Aufgewertet. 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 Mighty Command Towers have the potential to reach high into the sky. Their height can be increased by adding more foundations, as well as having better access to working. Okay, build this tower as high as possible. Ja, ich bemühe mich. Change the floor you are building from. Lower floors build foundations, while higher floors build balconies and sky bridges. Ah, okay. Also wenn ich hier mit R und F kann ich die Höhe der Floors. Command tower foundations are strong battlements that support your tower. Foundations allow more floors to be built on the tower. Ich bin jetzt in der untersten Foundation. This command tower is looking stout. We already have an experienced warbird commander among our retinue. Okay, let's geil. Let's assign them to this command tower. Ja. Und je mehr, guck mal, jetzt kann ich den richtig breit machen. Das ist jetzt die nächste Ebene. Unten sind immer mehr Balkons. Okay, krass. Und ich kann den immer höher bauen, je größer das Fundament ist, was ich habe. Ja, das passt nicht. Okay. Jo. Jetzt kann ich eine Ebene höher gehen. Obere Ebene wählen. Bam. Und kann jetzt hier noch Balkons dran setzen. Genau. Der wird immer mächtiger, der Turm. Jetzt geht's hier einmal so richtig rum.
Mal so einen schicken Halbkreis. So. Jetzt kann ich noch eine Ebene höher gehen. Jetzt bauen wir hier nochmal Balkons rauf. Okay. Mighty Command Towers have the potential. Kann ich ihn weiter höher bauen? Guck mal. Their height can be increased by adding more foundations, as well as having better access to workers. Build this tower as high as possible. Ja, ich weiß nicht, ob es noch höher geht. Wir haben ihn jetzt schon ganz schön hochgebaut. Jetzt kann ich hier wieder so Balkons noch draufsetzen. Der wird immer krasser. Also ich mach mal das hier aus, das ist irritierend. Also das ist jetzt der Turm, den wir gebaut haben. Massiv upgegradet. Ich weiß nicht, gerade kriege ich ihn nicht mehr höher. Aber wenn ich nochmal runter gehe, wenn ich jetzt noch mehr Foundations baue. Boah. Okay. Ob ich dann gleich noch eine Ebene höher komme, das werden wir gleich sehen. Ich glaube nicht, warte. Hier. Die Richtung geht noch. Wir können ja auch mitten in dieses. Guck mal da. Da ist halt überall schon was. Egal, wir bauen einfach weiter. Nur um zu gucken, ob wir den Turm noch höher kriegen. Ist ja unsere Aufgabe, den maximal hochzubauen. Gehen wir mal höher. Gucken, ob das jetzt uns ermöglicht. Ne, ich kann ihn noch nicht höher bauen. Jetzt können wir hier wieder noch ein paar Balkons dran setzen, aber das dürfte nicht mehr so viel verändern. Ah, guck mal. Na, ein bisschen was kann man noch machen. Aber ich glaube, wir kriegen ihn nicht mehr höher. Da hinten. Ja, ich glaube, das ist was. Einmal noch rum. Nee. Wir kriegen ihn nicht mehr höher. It is what it is. Nee. Das war's. Also höher geht's jetzt gerade nicht mehr. Aber der ist doch mächtig. So, wir können das Menü. Stallmeister Marshall. In service to our people, rest assured, friend. Ja, Mann. My warbirds are the strongest. This tower and its commander now stand watch over our settlement. Mhm. Their forces will deploy, joining our battle group when the surveyor is near the command tower. Geil. Das sieht aus. Our settlement is established. We have access to resources, a citadel and command towers. It's time to explore the surrounding area, finding more people that will help us thrive. Das haben wir im Grunde genommen schon vorgezogen so ein These bisschen. Are desperate times, so we may need to accept unlikely neighbors, but be wary of who you invite in. If they bring their old allegiances, conflict is sure to follow. Now it's all up to you. Head out and explore the Ursea. Rebuild our society as you see fit. Protect yourself and our citizens well. Good luck. Dankeschön. A ship has entered our waters. It's marked on the map. Da. New forces are ready nearby. Fly up to their command tower for them to join our battle group. Das wäre dann was? Der da? Oder? Da sind Forces. Additional forces have joined our battle group. Ja, das gefällt mir gut. Ah ja, was? Achso, nee, warte, warte. Das ist ja der Hafen. Das ist ja okay. Das soll es ja so sein. Wo ist jetzt zusätzliches Militär? Oh, das Schiff. Da, das Fragezeichen-Schiff.
Da müssen wir jetzt mal hin. Gucken, was das für ein seltsamer Eindringling ist. Was ist seine Gesinnung? Was ist seine Motivation? Was will er bei uns in unseren heiligen Gewässern? Will er sich uns anschließen? Will er Streit? Was will er? My ship and kin have served Dunkel Kampfschiff. For generations. Dunkel is no more. Nehme ich. You have enrolled an officer. They command a mighty warship to defend your trade routes. Okay, geil. Macht der hoffentlich automatisch jetzt, oder? Ja, der fährt jetzt durch die Gegend. Finde ich gut. Da ist noch ein weiteres Fragezeichen. Und da werden wir jetzt direkt mal hinfahren. Gucken uns das nochmal an. Wie sieht es hier beim Seelenbaum aus? Oh, guck mal hier, da ist schon ein bisschen was passiert. Captain Adlan, Captain Lucius, Captain Saladmount, Captain Nichols. Mansa ist ein neutral Freihaus unterstützend. Okay. Düsen wir mal hin. Hallo. Eine Siedlung. This meager holding was always a last resort. We need this Nehmen wir. Jetzt sollen wir das wieder einreißen. Wo ist denn das Haus? Da, warte. Da ist das Haus. Und jetzt V. Okay. Ich reiß das jetzt alles ein. Aber die wollten das ja so. Ja? Die hat noch drum gebeten, dass ich die mitnehme. Dann nehme ich die jetzt auch mit. Und wir schauen mal, da gibt es noch Eisen. Wir gehen mal darüber. Keine Ahnung. Was ich nicht genau gecheckt habe, das muss ich mir dann mal genau angucken, wie ich die Ressourcen auflade. Ich will ja weitere Holzfäller und Eisenminen und so bauen. Da muss ich ja vermutlich dann auf mein Schiff die Ressourcen laden. Das muss ich mir gleich nochmal genau angucken, wie das geht. So, jetzt das erste, was ich jetzt mache, wäre ja ein Außenposten. Da hinten ist unser derzeitiger Außenposten. Das heißt, ich würde gerne erstmal wo kann ich den Hafen? Warte. You have no available resource extractor. Ich brauche einen Resource Extractor. Muss ich irgendwie bauen? Hier kann ich einen Hafen bauen. Also da ist der kürzeste. Ich komme sogar wahrscheinlich bis hier. Könnte ich da einen Hafen bauen und dann baue ich hier einen Hafen. Irgendwo den Außenposten. Buildings on the horizon. Was? Buildings on the horizon? Ich kann doch jetzt hier irgendwo einen Außenposten errichten. You have no available resource extractors. Hier kann ich einen Hafen bauen, auf jeden Fall. Aber hier nicht mehr. Da ist noch ein Zipfel Land frei. Also hier ginge. Was? Da? Dann setzen wir den doch hier hin, oder? Excellent. We have an outpost that provides workers. Be mindful of an outpost's allegiance. This influence is the balance of power for your settlement. So, und dann Hafen jetzt so weit weg wie möglich da. I serve to protect our people. I will patrol and defend here. Ja, was willst du denn? Ach so, warte, das ist ja die. Die kann ja die. My ship stands in ja, ja, das ist so eine Patrouille, ne? She's ready to defend this trade route. Ja, ja, okay, sie verteidigt nur die Trade Routes. Wir wollen jetzt mal.
Warte, wir bauen hier noch einen weiteren Hafen. Da werde ich jetzt aber erstmal hier... Warte, wir gehen mal hier runter auf das Gebäude. Und dann gehe ich so dicht da hinten ran, wie es geht. Wir bauen hier noch ein paar Türme, so. Genau. Und da ist der Hafen. Und jetzt bauen wir mal einen Hafen so weit weg, wie es geht. Und da ist der andere Hafen. Und da können wir den Hafen bauen, so. Ist der Weg kurz? This trade route is now connected. Ja. The captain can transport their specific goods back and forth. Mist, ich habe leider keine. Also ich habe jetzt nur noch eine Patrouille sozusagen. Aber ich brauche ja Holz. Die kann ja auch woanders hin. Also diese Trade Route ist ja lächerlich. Wir müssen irgendwo hin, wo wir viel Trade haben. Das wäre dann eher hier. Oder das ist ein sehr langer Weg. Der ist natürlich auch anfällig. Hier sind wir sehr dicht an unserer Hauptstadt. Also eigentlich wäre es fast besser, wenn sie hier patrouilliert. Würde ich mal sagen. Ah, ich kann auch da Schnellreise machen, oder nicht? Oh. Wie war das mit Schnellreise? Hab ich nicht gesagt, ich kann hier schnell hin? Oh, da ist noch ein Schiff. Oh, da ist noch ein Fragezeichen. Oh komm, erst das Fragezeichen, dann das Schiff. Was ist das denn? Hä? Ein Opernhaus auf hoher See. Oui. The speakers of the sacred steps have seen better days, but I'm proud of what my people have accomplished to end the war. We brought those together to speak that we. Ja, nehme ich einfach mal mit. Das müssen wir wieder auseinanderfriemeln, so. Okay, jetzt kann ich es irgendwo aufbauen. Am besten. Zentrum bei mir. Hier irgendwo. Da ist ja mein Haupthaus. Ich muss mal ganz kurz in die Steuerung gehen. Bauen und aufwerten. Aufklärer bewegen. Zwischenboden Space. Heranzoomen. Ebene hoch. So zerstören. Karte. Ne? Gibt jetzt doch nicht das, was ich eigentlich jetzt wollte. So, machen wir weiter, machen wir weiter. Wir wollen nach Hause. Zum Haupthaus, da. Guck mal, kann ich jetzt hier dieses Gebäude bauen? Dieses neue Gebäude irgendwo hier hinsetzen? Da, guck mal. Was ist das? Das kriegt hier mal was. Das ist das, was ich gerade eingesammelt habe. Glaube ich. Das müssen wir jetzt verbinden noch. So. Cool. Jetzt werten wir das nochmal auf. Zu Eisen. Oder? Und jetzt verbinden wir das hier noch stark. Jetzt ist es Holz. Jetzt ist es Eisen, oder? Okay, jetzt haben wir dieses einzigartige Gebäude hier. Hat uns, oh guck mal, direkt so eine kleine Verteidigungsmauer noch mitgebaut. Das sieht cool aus. Bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt damit machen kann. So. Wir müssen doch, irgendwie muss ich doch in der Lage sein, Ressourcen aufzunehmen. Mit meinem Schiff. Wie mache ich das denn? Vielleicht, wenn ich jetzt zum Holz... Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Das ist ja mein Stein, Johnny. You have no available resource extractors. Aber kann ich jetzt hier Ressourcen aufnehmen? Mit meinem
Fluggerät. You have no available resource extractors. Das ist nicht so einfach. Das, also das habe ich wirklich noch nicht ganz gecheckt. Es muss doch möglich sein, hier zu sagen, ich kann eine weitere Eisenmine bauen. Dazu muss ich doch in Aufklärungsfrachtraum, null Konstruktion. Ich muss irgendwie in der Lage sein, sowas zu bauen. Ich check aber nicht genau, wie das geht. Es gibt ja auch nicht so dieses klassische Baumenü jetzt oder so. Das kann ich euch nicht sagen. Da hinten ist das Schiff, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Aber es sieht in jedem Fall schön aus. Ich mag die Atmosphäre. So, was ist das für ein Schiff? Was hast du uns zu bieten? Willst du dich auch uns anschließen oder bist du eine Gefahr am Horizont, der wir begegnen müssen? Ja, was bist du? The refugee settlement has been. Und direkt dann ins nächste dahin. So, jetzt haben wir noch einen neuen Officer, das heißt, wir können eine weitere Handelslinie beschützen. The ship has entered our waters. It's marked on the map. In that case, these are hard times, and thus they bring the need for uneasy alliances. Bannerlose Gesinnung. My group and I have been on the run for so long, we seek refuge and will submit to your service. Okay. Oh, nehmen wir. Glücklose Piraten haben wir jetzt hier. Jetzt können wir deren Outpost zerlegen. Und den auch. Und das auch. Fliegen die jetzt mit oder was? Haben wir zerlegt. Guck mal, da gibt es noch Steine. Was ist das? Tempel der verborgenen Tränen. Und da ist noch wieder ein neues Schiff. Das geiert aber unseren Häfen rum. Was erlaubt es sich? Ah, hier, guck mal, Sonne. Sonnenuntergang. Schub, 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 schub. Oh, ist das schön. Eine weite Reise jetzt. Also irgendwie muss es ja möglich sein, dass man das Luftschiff aufwertet. Eventuell, dass es schneller wird. Man muss irgendwie Ressourcen auf das Schiff verlagern können, damit ich weitere Ressourcenstützpunkte errichten kann. Irgendwas Grundlegendes habe ich noch nicht so richtig gecheckt. The Monster Order sees your settlement and wishes to assist. You have enrolled a trade ship captain. Sehr gut. They can be assigned to transport goods. Das gefällt mir. Das können wir direkt hier machen. Im Prinzip, das ist dieser Hafen. Any pirate would do well to avoid my guns. I carry iron and stone from your mines and quarries. We are assisting in the growth of your settlement. Any pirate would do well to avoid my. Okay, jetzt haben wir nur noch Geleitschutz. Aber jetzt haben wir hier ein Handelsschiff auch ausgerüstet, was Stein und Eisen transportiert. Und das ist halt der Quatsch mit Soße, dass ich hier immer noch nicht. You have no available resource extract. Das muss doch möglich sein. Was habe ich denn übersehen? So, und ich habe jetzt aber noch irgendwo. Da, guck mal da. Das ist dieser, Piratenstützpunkt, den ich hier noch bauen kann. Ich denke schon.
Aber den sollten wir eher hier dann hinsetzen. Da finde ich einen guten Platz. Obwohl, das ist auch alles mit Landmasse verbunden. Da kann ich auch so hin expandieren. You have no available I know. Wir machen erstmal Folgendes. Ich gehe mal hier rüber. Und breite mich da eh an diese Stelle hin und aus. Oh, wir können bis da oben. Geil, guck mal. Wenn wir da einen Turm bauen, so. Der wird richtig, richtig hoch werden. Okay. So, den Turm werten wir hier ein bisschen auf. There is no iron available for this upgrade. Okay, kein Eisen mehr. Soll das? Oh, hier, da, den da. Guck, wo bist du? Den da oben. Da, den. Den werten wir mal auf. Cool, cool, cool. Höchster Turm der Welt. EU-West. Hammer. Jetzt könnte ich mit F noch down gehen, runter gehen. Und wenn ich jetzt hier das Fundament noch erhöhe. The incline is too steep to build upon. Ah, schade. Too steep. Aber ist trotzdem nice. Das ist ja schon nice. Das Ding ist sehr hoch. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Aber wenn wir jetzt hochgehen, können wir noch die ein oder andere Terrasse hinzufügen. So. So. Ja, da unten, ne? Sieht man nicht ganz so gut. Aber da passiert schon was da in dem Bereich. So, guck. Na, was fehlt? So. Ein mächtiger Wehrturm. Und ich kann jetzt noch ein bisschen aufwerten wieder. Da. Und noch eine Stufe. So, da kommen jetzt noch ein paar neue Stufen machen. Kann ich hier noch geile neue Balkons bauen. Hallo, wie nice ist das? Guck. Sieht ein bisschen aus wie ein Vogelhaus, ne? Super gut. Und hier auch noch. Wow, guckt euch das an. Was ein hoher Turm. Ja, darf ich aber nicht. Das sieht nice aus. Was ist so? Oh ja. Sehr gut. Okay, das ist unser Mega-Monster-Turm. So geht nicht. So ginge noch. Jo. Hahaha. Voll gut. Wer will da nicht gerne wohnen? Und vor allen Dingen, wie viele Treppen muss man da immer steigen? Unangenehm, oder? Stell euch mal vor, ihr arbeitet da jeden Morgen. Ihr seid derjenige, der die Flaggenstange putzen muss oder so. Gut. Eigentlich wollte ich ja einen Außenposten noch bauen. Ist aber an der Stelle Quatsch, weil wir da auch so hinkommen. Also da sind wir ja auch mit unserem normalen Stegen hingekommen hier. Warte mal. Genau, und hier ist das Holzvorkommen und wir dürfen natürlich immer noch nicht bauen. Was ich nach wie vor nicht checke. Irgendwie muss ich das A verladen können auf meinen Luft-Johnny. Jetzt gibt es hier wieder ein weiteres Schiff und ein weiteres Fragezeichen. Die kann ich jetzt immer alle abfahren. Und noch mehr kriegen und noch mehr kriegen und noch mehr kriegen. Oh, Gaius. Aber am Ende des Tages habe ich irgendeine Mechanik übersehen. Weil. We are but humble refugees. We are but humble refugees. Ja, okay. Das machen wir. Ihr dürft mitkommen. Wir zerlegen deren Außenposten.
packen erstmal alles aufs Luftschiff rauf. Herzlich willkommen im Reich. Ich finde einen schönen Ort für euch. Und dann hatten wir noch das Schiff hier. Guck, da ist noch ein weiteres Schiff. Was sich einfach so bei uns an die Handelsroute bewegt hat. Kann natürlich auch gefährlich sein. Deswegen müssen wir gucken. Da ist es. Das ist ein Kampfschiff auf jeden Fall. Oder? Sieht aus wie ein Kampfschiff, ne? A ship has entered our water. Transportschiff. Oh, Arbeiter, Holz, Stein, Eisen. Geil. Okay, das ist ein richtig geiles Trade Ship. Das kann nämlich alles. Das hätte er zum Beispiel bei unserer Eisenmine hier, glaube ich, ganz gute Verwendung. Check auch das Schnellreisen nicht. Hierher reisen, da. So war das, okay. Hat das jetzt geklappt? Ja, das hat geklappt. Okay. So, wir haben. Das ist unsere Holzmine. Das ist Stein und. Warte, wo war Eisen jetzt? Da hinten. Also, wir können. Das Bewegen ist ein bisschen umständlich. So, hier. My ship stands in good order. Ah, warte mal. Ja, das ist nice, aber hier wird ja gar nichts. Das ist ja gar nicht aktiv. Da wollte ich hin. Da. Ja. Machen wir das jetzt? Genau. Und zwar wäre das dann der hier, diese Route. Die ist das. So, er macht Eisen und Leute, er macht Steine und Leute, sie macht Steine und Eisen. Dann könnte ich statt ihrer. Geil. So, der kann alles transportieren. Ja, ist ganz cool. Ich check es immer noch nicht trotzdem. So, jetzt haben wir plus 11 hier, das ist ja richtig geil. Plus 11 Eisen. Das heißt, also hier wird auf jeden Fall auf die Hauptinsel Eisen geschifft. Und eigentlich müssen wir das ja überall hinbringen, ne? Also da kommt jetzt Eisen hier hin. Und dann müssten wir aber auch zusehen, dass zum Beispiel hier hinten dann auch Eisen fließt. Also diese Handelsroute haben wir noch sehr. Da haben wir, glaube ich, nur Holz, was hin und her geschoben wird. Wir könnten jetzt natürlich noch einen Außenposten bauen. Hier kommen wir auch so hin. Außenposten lohnt sich nur, glaube ich, wenn wir da auch Wasser mit überbrücken, wo wir nicht mit einem normalen Steg hinkommen. Das wäre dann hier in dieses stinke Ding da. Wir können auch noch. Oh, da ist noch ein Schiff. Tempel der verborgenen Tränen. Also ihr seht, da ist noch eine Menge zu holen und wir können viel rumrasen, aber ich bin immer noch empört, dass das hier nicht. Guck mal hier, genau, hier habe ich eine Konstruktion, das ist bannerloser Außenposten. Das war der, den wir gerade abgebaut hatten. Eine Gruppe von Flüchtigen, die darauf warten, in einem neuen Außenposten umgesiedelt zu werden. Sie sind mit einer Fraktion verbündet und werden deren Einfluss verbreiten. Außenposten stellen Arbeiter zur Verfügung und können zu Zitadellen aufgerüstet werden. Yo, ich müsste eigentlich zwei haben. Da. Imperium Außenposten, genau. So, und das hier. Irgendwas habe ich übersehen. Ich muss die doch bauen können, die Sachen. Ich muss die doch verladen können. Habt ihr irgendeine Idee? Freunde im Chat? Das gehen kann. Weil das. Ich bin ja komplett dann reduziert auf die paar Ressourcen-Extractor, die ich hier habe. Kann ja auch nicht das Ende sein. Aber es sieht schön aus. Naja, es soll ja auch nur ein erster Blick sein. Ich finde dieses Spiel, um mal ein kurzes Fazit zu ziehen, ich finde es ein sehr, sehr schönes Spiel.
Es hat tatsächlich nur einen Entwickler, soweit ich weiß. Also zumindest hat es im Menü den Eindruck erweckt, vorhin mit dem Tutorial-Freund, der uns direkt begrüßt hat. Ja, ich mag die Stimmung, ich mag das Aussehen, ich mag, ja, dieses entschleunigte, entspannte Spiel, das tolle Wasser. Das ist wirklich was Schönes für zwischendurch. Checkt es doch mal aus. Ich habe es jetzt auf Steam gespielt. Ich glaube, es gibt es auch für Konsolen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn euch das jetzt gefetzt hat, dann check it out. Das ist Bulwark und ich werde in der Zwischenzeit mal schauen, ob ich checke, wie das jetzt funktioniert mit neuen Außenposten bauen. Irgendwas habe ich übersehen. Das kann ja mal passieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich über Kommentare. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. So. Im Hauptmenü kann man das Spiel mit Twitch verknüpfen. Welche Funktion erfüllt das? Lol. Wisst ihr was? Ich habe das gemacht und habe vergessen, euch das zu sagen. Mega dumm. Sehr dumm. Ja, man kann das, ihr könnt da ein bisschen mitsteuern. Zum Beispiel, was auch geil ist, Chat-Usernames for NPCs. Ich habe das wirklich alles extra gemacht und vergessen. Aber wisst ihr was, ich habe das halt schon vorgestern oder sowas gemacht. Blöd, blöd, blöd. Was willst du tun? Ich zeige euch jetzt aber noch was anderes Cooles. Ich hätte ein NPC sein können. Ja, hättest du. Ihr hättet alle NPCs sein können. Aber ja, eine vertane Chance ist ja kein vertanes Leben, ne? Sag ich immer. Notizen, Nils, Notizen, ja. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist Microtopia. Das ist eine Demo. Und die sieht ganz süß aus. Ich habe da auch schon mal so 10 Minuten reingeschnüffelt. Deswegen kann ich sagen, dass das ganz cool ist. Almobi. Bist du noch da? Vielen Dank für dein Prime. Ist aber lange her. So. Komm, machen wir direkt weiter, oder? Wollt ihr noch irgendwas schnell loswerden? Hat Microtopia eine Twitch-Verknüpfung? Na, das glaube ich mal überhaupt nicht. Leichtes Delay, oder? Aber ich habe angekündigt. Wenn ich manchmal spiele, dann verliere ich mich so im Spiel. Okay, komm, wir machen direkt weiter. Nicht so viel Zeit. Ihr mögt Ameisen und Roboter? Herzlich willkommen bei Microtopia. Wir haben hier Ameisenroboter für euch und gehen mal direkt rein ins Spiel. Ich sitze ungewohnt und werde mich sofort wieder an meine alte Position begeben. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe schon mal kurz reingeschnüffelt. Es ist ganz süß. Wir sind eine Roboter-Ameisenkolonie und wollen eine blühende Siedlung aufbauen. Als erstes müssen wir natürlich das klassische Kamera bewegen und drehen machen und einmal zoomen. Und ihr seht, das Ganze ist so ein bisschen wie ein digitaler Garten, ne? Auf so einer Plattform. Und hier werden wir uns jetzt um unsere Ameisen kümmern. Das ist ja noch hier so ein bisschen das Tutorial. Wir müssen eine Königin bauen. Hier ist die Königin. Und wir werden im Verlauf des Spiels natürlich so Ressourcen brauchen. Und Blumen. Hier sind auch coole Ressourcen, sodass ich direkt versuche, einen coolen Platz zu finden. Hier sind nur. Oh, hier ist viel los. Oh, hier scheint mir ein guter Platz zu sein. Guck mal. Hier gibt es super viel Eisen. Und hier gibt es auch Blumen. Ich glaube, dass das gut ist. Wenn wir die hier. Input, Output. So. Da platzieren wir unsere Königin Mutter. Die wird jetzt hier generiert. Da, guck mal, da kommt so ein Flatterviech. Und. Das ist unsere Königin. Hallo, liebe Königin. Und jetzt ist sie fertig und sie spuckt auch direkt 4 Arbeiter aus. So, und die können wir jetzt befehligen. Okay. So, alles klar.
Wir sollen ein bisschen Alteisen tragen. Das heißt, wir nehmen mal eine von diesen Freunden hier, von diesen Wächterameisen, die aber auch schleppen können. Und die sollen hier mal so ein Stück Metall sich holen. Alteisen. Fertig. So einfach. Jetzt bauen wir einen Lagerplatz. Denn sie muss ja auch ihr Alteisen irgendwo ablagern. Ablegen. Einlagern. So, das machen wir mal hier. Und jetzt soll unsere Freundin, und das ist relativ intuitiv hier, es geht ganz einfach, ihr Eisen da abliefern. So, und jetzt wird es langsam komplexer und interessanter. Wir wollen Versorgungsketten bauen in Form von Ameisenstraßen. Wir alle wissen ja, Ameisen bilden Straßen durch so Pheromone, durch Duftstoffe. Die können ja nicht wirklich gut gucken oder so. Es funktioniert alles über Duftstoffe. Und das bauen wir jetzt. So, und wir können Schleifen einbauen, sodass sie quasi immer wieder das Gleiche machen. Hier sieht man es, wir sagen jetzt hier, sie sollen zum Eisen gehen, dann sollen sie hier das Eisen ablagern und dann sollen sie bitte zurückgehen. Und das versuchen wir jetzt mal zu machen. Wir haben hier ein, Verzeihung, ein bisschen kränklich. Wir haben hier schon ein bisschen Ressourcen und jetzt können wir mal hier so eine Transportstraße einbauen. Also wir fangen quasi hier an dem Pfeil an, ja, und dann gehst du bitte dahin, holst dir Shit und dann kannst du eigentlich direkt zurückgehen. So. Und jetzt müssten wir uns eigentlich die Ameise nehmen und setzen die da rauf. Mal gucken, ob das klappt. Ah, ne, okay. Dann müssen wir die leider wieder wegwischen. Nicht funktioniert. Dann müssen wir es nochmal leicht anders machen. Du gehst dahin und dann zurück und dann so. Jetzt haben wir einen Kreislauf und jetzt funktioniert das. Ich hätte gedacht, sie kann vielleicht denselben Weg zurückgehen, aber ne, will sie nicht. Vermutlich deshalb nicht, weil sich nicht zwei unterschiedliche Pheromonspuren überlagern können. Das wäre dann missverständlich. Sie kann ja nur einer Pheromonspur folgen. Und deswegen muss man die so ein bisschen nebeneinander liegen lassen. Das ergibt durchaus Sinn. Da haben die sich vermutlich Gedanken gemacht. So, jetzt schleppt die das alles rein. Das kleine Helferlein. So, jetzt sind wir gleich fertig. Ja. Danke, wir können das Spiel jederzeit unterbrechen, gut zu wissen. Jetzt bauen wir einen Inkubator. Und, nee, natürlich Population. Und in einem Inkubator werden kleine Ameisenlarven großgezogen. Das heißt, wir wollen diesen Inkubator natürlich in die Nähe der Königin bringen. Vielleicht haben wir, da ist der Input, da ist der Output. Wie wär's? Input, Output. Nee, warte mal. Es ist natürlich sehr viel, sehr eng, ne? Weil die ja die ganzen Ressourcen haben. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber da füttern wir sie. Da kommt der Johnny raus. Dann kommt der Johnny hier halt. Ja, wir machen das mal so. Da kommt der dann rein. So müsste es eigentlich klappen. Okay. So, jetzt haben wir Inkubator gebaut. Ja, achso, wir können bestehende Ameisenstraßen auch verändern, logischerweise. Und wir können die Gebäude auch nachträglich noch bewegen. Also keine Scheu vor Fehlern. So, jetzt puppt die da so eine kleine Larve raus. Und die soll jetzt, die Larve soll jetzt in den Inkubator gebracht werden. Und siehe da, die Ameise macht es. Und jetzt wird das gute Stück aufgepumpt, bis sie eine vollwertige Ameise und damit Mitglied unserer prächtigen Kolonie ist. Fertig. Ihr seht, jetzt wird es langsam kompliziert, ne? Okay. So, die Königin ist hungrig. Sie möchte Larven produzieren, aber dafür braucht sie was zu essen. Das heißt, sie braucht diese Energiekapseln. Jetzt wisst ihr, warum ich hier an dieses reichhaltig bestückte... Was ist denn das überhaupt für eine Blume? Egal, Energieblumenfeld gegangen bin. Weil wir jetzt eine Ameise nehmen... Wir bauen jetzt eine Straße auf Nahrungssuche. Jetzt haben wir hier eine Blume. Enthält das? Okay, so, ja. Und da wollen wir jetzt... Warte. So. Zack. Und zack. Dann... Da holst du jetzt eine raus. Dann können wir sagen, danach gehst du dahin und wieder zurück. Und müssen wir mal gucken, ob das jetzt klappt. Jetzt nehmen wir eine und sagen hier, Johnny, du gehst mal... Ah, ne, guck mal, da fehlt...
der Rückweg. Der Hinweg, guck mal. Da ist nur ein Rückweg. Die müssen wir nochmal machen, beziehungsweise wir müssen ja den Weg dahin auch machen. Ja, jetzt wenn wir die Ameise nehmen und warte. Eigentlich? Ach so, die kann ja, ich muss ihr, ha, die ist ein bisschen dumm. Ich muss ihren Weg so. Die geht nicht automatisch um das Hindernis rum. Man muss immer bedenken, das sind ja pheromongesteuerte Ameisen. So, jetzt füttert sie das gute Tier. Und sie holt sich jetzt die nächste. Und da wird direkt die Larve ausgestoßen. Jetzt soll er... Jetzt kann ich natürlich hier eine Straße bauen wieder. Ich kann das Spiel jetzt auch nochmal anhalten. Ihr seht, der sieht ganz süß aus, ne? Transport. Jetzt kann ich sagen, von da nach da und zurück. Und diesen Kreislauf soll diese Ameise bitte machen. Das heißt, die nimmt dann diese Larve auf, schmeißt sie in den Inkubator und wartet jetzt, dass da wieder was Neues ausgespuckt wird. Das ist es. Und jetzt geht sie so lange im Dreieck, sehr großartig, bis da Platz frei geworden ist, hoffe ich mal. Die verlässt den Ort und ah, perfekt. Während jetzt unsere andere Ameise dumm im Kreis läuft, weil sie ja nichts mehr zu fressen hat. Das heißt, wir müssen jetzt mal... Ach, das haben wir. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Wenn sie mit genug Energie gefüttert wird, steigt die Kolonie eine Stufe auf. Ah, dass wir können dann mehr Ameisen haben. Oh, okay. Wir müssen ständig... müssen sie ständig füttern. Ameisen können mit Hilfe von Verteilern Materialien von Lagerplätzen nehmen. Ach, sowas gibt's auch. Aha, okay, das gefällt mir gut. Ah, Place Dispenser, okay. Gute Idee. Verteiler können auch einem anderen Lagerplatz zugewiesen werden. Ah ja, Change Target, okay. Sehr gut. So, bauen Schmelzofen und 10 Eisenblöcke auf Lagerplätzen. Ah, okay, dann müssen wir erstmal Produktion einen Schmelzofen bauen. Wir haben ja hier den ganzen Kladderadatsch, dann würde ich doch sagen, gehen wir mal hier hin. Was ist Input, was ist Output? Machen wir so. Du kannst ja immer noch... Ah, okay, geil. So, der Johnny hier, wir sehen es, der braucht mal eine neue... Der muss mal eher so dahin gehen. Und man kann jetzt von beiden Plätzen sammeln und... Sehr gut, dann müssen wir mal aufpassen. Der Schmelzofen ist gebaut, aber jetzt ist ja nichts drin. Das heißt, wir müssen erstmal das Rezept auswählen. Alles klar, Schmelzeisen. Und dann brauchen wir vermutlich noch ein zweites Lager, ne? Oh, ein Verteiler. Ja, das wäre ja hier. Aber ist das denn nötig? Wir haben doch eigentlich einen relativ guten Weg. Ich mache jetzt nochmal einen zweiten Lagerplatz. So, jetzt müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass Transport von hier dahin transportiert wird und zurück. Und da muss ich eine Ameise zuordnen, die noch nichts macht. Sie die da. So, die geht auf diese Pheromone. Mal gucken, ob das klappt. Nee. Okay, da muss ich jetzt hier mal einen Verteiler platzieren. Mal schauen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ah ja, jetzt geht's. Guck, fantastisch. Guck, jetzt geht's. Ah, okay. Und dann nehmen wir aber natürlich den weg. Und, warte. Und, ja. Wir müssen da noch was... So. Nee, wir müssen noch was ranführen. Transport. So, und dann aber wieder zurück. Dahin dann, ne? Oh Gott. Weiß nicht, ob das jetzt das Smarte, dann könnte das hier doch, glaube ich, weg, oder? Jetzt wollte sie es ja da ins Lager bringen. Dann geht sie hier zurück.
die dahin, dahin? Nee, das ist nämlich die Kacke. Sie soll das ja da in den Schmelzofen bringen. Ja, nee, das löschen wir nochmal. Pass auf, das machen wir alles nochmal neu. Das gefällt mir nicht. Also alles neu. Wir machen das ganz neu. Also Transport. Die Idee ist ja, erstmal vom Verteiler in den Schmelzofen. Und dann in das Lager. Zurück und dahin. So müsste es jetzt eigentlich gehen. So, wir haben jetzt schon zwei da drin. Alles klar. Holt sie sich so ein Ding, packt es da rein. Jetzt wartet sie dankenswerterweise und macht jetzt alles alleine. Sehr gut. Gute Ameise, fleißige Ameise. Also das Lager ist fast voll. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass die gute Frau hier genügend Pflanzen erhält. Und das können wir machen, indem wir mal hier mit dem Radiergummi erstmal alles wegmachen. Und jetzt mal eine vernünftige Straße hier bauen. Also sie kann ja alle Pflanzen einmal ablaufen. Irgendwo wird sie ja schon was finden. Kann ich jetzt einfach alle von allen? So. Wupp. Die haben wir noch nicht. Wupp. So. Und diese Freundin hier, die setzen wir jetzt darauf. Stark. So, die geht jetzt los. Jetzt muss sie natürlich den ganzen Weg laufen. Was sehr schade ist. Aber wir werden einfach eine zweite Ameise. So. Ah, ne. Ich weiß nicht, ob das auch einfacher geht. Aber ich glaube, so ist schon okay. Weil jetzt laufen die halt alle Blumen ab. Ich könnte jetzt hier unten noch einen zweiten Transportweg machen für die Nahrungssuche. Das heißt, wir fangen auch wieder hier an. Und dann laufe ich einfach wieder alle Pflanzen ab. Eins. Warte. Eins. Zwei. Drei. Und als letztes hier wieder ins Ziel. Okay. Dann nehmen wir wieder eine beschäftigungslose Ameise. Die kleine Arbeiterin. Und die geht jetzt auf diesen Weg. Das heißt, von zwei Seiten und insgesamt drei Ameisen wird jetzt die gute Frau beliefert. Okay, das ist doof. Warum geht ihr diesen Weg auch noch? Das ist überhaupt gar nicht gut. Das ist nicht die Idee gewesen. Da muss ich eingreifen. Nee, warte mal. Die muss sich voneinander trennen. Diese beiden. Ich glaube, ja, nee, das ist Quatsch. Die sollen, nee, das wollen wir nicht. Ich will, dass es zwei getrennte Wege sind. Wir müssen mit dem Radiergummi ran. Okay, dann muss ich das ein bisschen verschieben. Ich kann das doch verschieben, oder nicht? Diese Straße, diese Pflanze. Hallo? Da, wo ist die Fahne? Ich dachte, ich kann den Weg verschieben. Wo ist der Punkt? Hallo? Wieso darf ich den Punkt hier nicht verschieben? Den darf ich verschieben, den darf ich verschieben, den darf... Warte. Jetzt. Okay. So ist gut. Dann bauen wir jetzt den zweiten nochmal. Jetzt muss ich aufpassen, dass das sich nicht überschneidet. Ja, müsste passen. Okay, und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Also, Pflanze 1... Pflanze 2. Ey. Mist, hier sind noch alte Pfade, alte Pheromonpfade. So, Nahrungssuche. Komm. Okay, dann hierhin, dann dahin. Und zurück. Dahin. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Die laufen jetzt diesen Pheromonpfad entlang und laufen zurück. Das heißt, die zwei sind da. Und hier ist jetzt keiner. Das heißt, wahrscheinlich müssen er... Sie hat nichts zu tun.
Ah, jetzt muss ich hier wieder einen Weg finden, wie ich sie da raufkriege. Genau, okay, die macht das. Sie hat auch nichts tun. Sie geht an den Pfad. Jetzt haben wir jeweils zwei Ameisen auf diesen Versorgungspfaden. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir noch eine zweite Inkubationsmaschine bauen. Warum werden die hier nicht mehr abgeliefert? Okay, hier passiert irgendwas. Ah, die Ameise ist hier nicht mehr auf ihrem Weg. Ist sie gestorben? Das ist ja blöd. Warum willst du den trennen? Ist doch egal, die scheinen den Weg zu nehmen, der kürzer ist zur nächsten Nahrung, sagt Steinchen. Nee, ich glaube tatsächlich, dass die... Die kehren ja nicht sofort zurück. Also die laufen einmal den ganzen Weg. Und... Das mache ich deshalb, weil die... Wenn die da jetzt rausgezupft haben, dauert das eine Weile, bis die nachwachsen. Und die läuft jetzt ja leider nicht automatisch zurück, sondern die läuft den ganzen Weg ab. Und ich will halt, wenn die Pflanze leer ist, so wie hier, seht ihr, ist ja gerade leer, dann läuft die halt an der vorbei, bis die nächste volle Pflanze da ist. Und dann muss sie aber einmal die ganze Runde machen. Alternative wäre, dass ich für jede Pflanze eine einzelne Route baue. Ist ein bisschen laut eigentlich. Ein bisschen leise, oder? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. So, stehst du? Da müsste ich für jede Pflanze eine eigene Ameise abstellen. So habe ich es ein bisschen... So, hier ist zum Beispiel ist jetzt fast leer. Da ist jetzt eine und das ist die letzte. Guck mal, jetzt sehen wir das. Da kommt die zweite. Die grapscht sich jetzt... Ah, nee, da ist jetzt wieder eine mehr. Okay. Aber jetzt ist nur noch eine... Ah, da ist die nächste nachgewachsen. Perfekt. Dafür muss ich natürlich erstmal einen Erfahrungswert jetzt hier generieren, inwiefern... Also was ist das Zeitintervall, mit der die Pflanzen nachproduzieren? Jetzt haben wir hier wieder zwei, drei. Also das scheint hier ganz gut zu funktionieren mit zwei. Da könnte ich überlegen, vielleicht packe ich hier sogar noch eine dritte Ameise rein. Da könnte ich... warte, was ist mit dir? Da. Also das könnte, und dann könnte ich vermutlich bei dieser anderen auch nochmal zwei, mindestens zwei. Guck mal, hier blüht das ja wie Sau. Also da kann ich nochmal richtig viele Ameisen reinsetzen. So, und dann ist sehr viel Nahrung für die Königin da und dann produziert sie dementsprechend auch viele Nachkommen. Weil hier haben wir richtig viel, also da, bis da irgendwas ausgeht, kann man sicherlich das noch ein bisschen schlauer machen, wenn man sowas sagt wie pro Pflanze eine Ameise oder pro zwei Pflanzen eine Ameise oder pro drei Pflanzen eine Ameise, kann man das vielleicht noch ein bisschen effizienter gestalten. Im Idealfall kommt es nicht zu einem Stopp. So, jetzt können wir ja mal exemplarisch hier gucken. In diesem kleinen Bereich habe ich jetzt drei Ameisen und die hat jetzt keinen und die kriegen jetzt beide einen. So, jetzt ist nirgendwo mehr was zu sehen. Die Frage ist, wie schnell wächst das nach? Weil wenn jetzt nichts kommt, dackeln die halt so lange in diesem Kreis rum oder sehr so ein halbes Trapez, bis irgendwo was wieder zu ernten ist. Seht ihr? So, jetzt so lange machen die halt nichts. Deswegen gibt es halt eine bestimmte Anzahl, die hier effizient ist und irgendwann hat man zu viel Ameisen für zu wenig Pflanzen, nehme ich mal an. So, guck mal, so geht's gerade. Das ist, glaube ich, so halbwegs okay. Das ist für drei, glaube ich, ganz gut. Hier können wir noch mehr Ameisen reinpacken, weil hier haben wir jetzt, was habe ich jetzt gut? Vier, glaube ich, hier drin. Und wir sehen, da sind super viele Blüten noch da. Das heißt, wir können auch welche von den neuen Ameisen hier noch mit drauf schicken und es müsste trotzdem nicht an den Punkt kommen, wo das leer gefegt ist. So, und dann kann die ganze Zeit hier frische Larven produzieren. Können wir vielleicht sogar noch so einen zweiten Inkubator machen. So, pass auf. Dann müssen wir eigentlich bei Population sein. Inkubator. Brauchen wir einfach nochmal einen zweiten. So. Ist gebaut. Dann können wir jetzt Straßen, Transport. Dann machen wir hier noch eine Fahne und dann wieder zurück. So, jetzt guckt sie, wo sie sie reinlegen kann. Jetzt können wir sogar noch eine dritte bauen. Machen wir einfach mal einen dritten Inkubator hier. Nee, ist nicht so gut. So, meinetwegen. Und dann können wir noch eine weitere Straße. Bam, bam.
Und diese Zwischendinger können wir wegradieren. Das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. So, jetzt geht die immer im Kreis. Und da, wo gerade eine freie Fläche ist, schmeißt die so eine Larve rauf. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell produziert die, wie viel Nahrung kriegt die. Hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial für ein, zwei Ameisen, die da noch mehr gehen können. Und das heißt, wir könnten, glaube ich, noch einen vierten Inkubator bauen, weil... Ja, weil sie trägt halt die Larve rum. Wir könnten noch einen vierten bauen. Das müsste eigentlich easy gehen. So. Und dann bauen wir noch eine weitere Transportstraße. Das heißt, die gehen jetzt von da und dann können wir das Zwischending wieder wegradieren. So. Okay, und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass die Freunde hier auch was zu tun bekommen. Sonst verstopfen wir hier alles nur. Okay, die laufen jetzt hier und sorgen für Nahrung. Du machst auch mit. Was ist mit dir? Achso, der ist da rausgerückt. Aber die gehen jetzt alle hier. Alle machen die Nahrung. Wir haben die Eisenblöcke fertig. Oh, wir sollen jetzt eine Werkstatt bauen. Okay. Als nächstes eine Werkstatt. Was kann die denn? Die kann irgendwas herstellen. Wir bleiben mal bei der Produktion, machen wir mal hier so raus. So. Haben wir. Eine Werkstatt kann verschiedene Produkte aus verschiedenen Materialien herstellen. Im Gebäudemenü kannst du zwischen Rezepten auswählen. Produziere 2 Eisenplatten und 5 Schrauben. Hat ein bisschen was von Satisfactory mit Ameisen, ne? Also einmal Schrauben. Dafür brauchen wir Eisen. Aber dann brauchen wir eigentlich auch direkt eine zweite Werkstatt. Und da machen wir dann... Achso, die ist noch nicht fertig. Dazu brauchen wir... Oh, warum ist hier keine Ameise? Ist sie gestorben? Wir brauchen natürlich auch noch so einen zweiten Schmelzofen. Sonst kommen wir ja nicht voran. So. Und dann machen wir wieder eine Straße. Transport. Von näher. Du sollst nicht damit rein. Bis. So, da und zurück. Und den Weg geht mal diese Ameise. So. Üpp. Üpp. So, und dann kommt hier gleich ein was raus und das bringen wir. Oh, was ist los? Achso. Das kommt hier mit ran, aber bitte eine eigene Fahne. Nicht auf die Fahne rauf. Nee, muss eine eigene Fahne sein. Und zurück. So, okay. Und da kann jetzt mal diese Ameise reingehen. Hey. So. Na, funktioniert das? Kommt da jetzt nicht was raus? Ach nee, die ist falsch. Das ist der falsche Eingang. Aber warte mal. Oh, die ist gestorben. Die ist tot. Warte mal ganz kurz. Da muss es reingeworfen werden und da kommt es raus. Oder wieso? Nee, das kommt an derselben Stelle raus. Ach so. Das ist gar nicht, dass das hier rauskommt. Nee, das habe ich falsch gemacht. Das können wir uns ja alles sparen. Das habe ich falsch gemacht. Das kommt. Sie macht das rein und dann kommt das an derselben wieder raus. Und dann muss sie das ja... Ah, okay. Also, ja, warte. Hier holt sie sich die Dinger raus. Packt sie da rein. Und dann soll sie die ja aber da reinbringen. Okay, das ist... Ja, okay. Das ist natürlich Quatsch. Also, dann... Das löschen wir jetzt nochmal. Aber alles nochmal. Das ist eigentlich grundsätzlich richtig. Sie geht hier rein, holt sich eins. Dann muss sie aber warten und dann bringt sie das da rein und geht zurück. Das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich okay. Das sind überall diese toten Ameisenkörper. Ja, Nikola, ich mache eh nur so ungefähr bis 17 Uhr noch heute. Wo waren wir stehen geblieben? Hose 1980. Vielen Dank für den Support. Also, pass auf. Wir machen das jetzt nochmal neu. Wir machen einen Transport. Und zwar
Die soll sich hier einen Knubbi holen. Dann geht sie da ran, nimmt den Knubbi und liefert das dann hier ab. Dann geht sie zurück. Liefert sich, warte, holt den da, packt den da rein. Ne, geht sie dahin zurück. Holt den nächsten. Gucken, ob das klappt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So. Und da. Wie kriege ich dich da hin? Da. So. Okay, mal gucken. Warte mal, wieso sterben die denn alle? Ist hier irgendwas Gefährliches oder was? Oh no, hast du das jetzt... Warte mal. Du sollst das da abliefern. Ja, geht doch. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Das klappt. So, dann müssen wir das hier einmal ändern. So. Die hat nämlich nichts mehr gemacht. Okay, aber das scheint mir jetzt zu funktionieren. Zack, sie wartet sogar dankenswerterweise und geht den Weg. Da können wir jetzt noch jeweils noch eine zweite Ameise mit raufsetzen. So. Okay. Machen das zwei Ameisen. Müsste es schneller gehen. Genau, okay. Vielleicht sogar drei Ameisen nehmen für den längeren Weg zumindest. Mir nichts zu tun. Dann kann ich auch eine dritte Ameise damit draufsetzen. Und gehst damit drauf. Okay. Jeweils drei Ameisen. Jetzt geht es nämlich sehr viel schneller. Das Lager hier ist brechend voll. Jetzt müssen wir als nächstes natürlich aus dem Lager Verteiler platzieren. Das machen wir dann. Können wir sogar zwei Verteiler eigentlich machen, oder? Kann ich da zwei machen? Ja. So. Dann machen wir als nächstes Transport von da. Oder? Wo kriegst du die, oder kriegt der die Ressourcen? Nee, warte. Zurück, oder nicht? Dann müssen wir uns eine Ameise schnappen. Das Ding ist, dass die ja manchmal sterben, ne? Da muss man immer aufpassen. Eventuell sterben die ja hier auch. In diesen Pflanzengeschichten. Das ist oh hier, da ist keiner mehr. Ja, die leben nicht ewig, so eine kleine Ameise. Ey, hallo. Die ist einfach tot. Was ist denn mit dir? Da. Die können alle da anfangen jetzt. So. Muss man wirklich immer aufpassen, die sterben sonst weg. Okay, geil. Jetzt holt sie da die Schraube raus. Das heißt, wir müssen einen weiteren... Oh, warte mal. Eine logische Ameisenstraße, um Ameisen gleichmäßig auf mehrere Ameisenstraßen zu verteilen. Oh. Das ist ja cool. Okay, da kümmern wir uns später. Erstmal brauchen wir einen neuen Lagerplatz. Was ist los? Oh. Und dann muss sie ja nochmal eigentlich dahin. Dann liefert sie das da an. Geil. Schraubi Schraub. Und dann machen wir nochmal einen zweiten Lagerplatz. Den machen wir hier. Da müssen wir erstmal ein Rezept auswählen. Und zwar Eisenplatten. Und dann bauen wir wieder eine Straße. Transport. Das heißt... Hier auf dem da aus dem Verteiler nehmen wir geilen Scheiß. Zack.
dann... Hey, achso. Müssen wir ein bisschen so zurück und wieder dahin. Okay. Wir müssen natürlich noch Ameisen finden, die so freundlich sind, da anzufangen. Man muss halt immer, man muss halt immer diese Hormonspuren legen, ne? Die können nicht aus freien Stücken an Hindernissen vorbei. Und wir nehmen die nächste Ameise. Kommt auch mit da rein. So, dann haben wir da zwei. Dann, du machst da und du machst da. Mal gucken, ob das klappt. Also hier klappt es auf jeden Fall. Schrauben. Kommen ins Lager. Und ja. Ah ja, jetzt wird produziert. Alles klar. Die wartet jetzt. Erstmal gebaut. Aber auf jeden Fall haben wir gleich... Ah, das sieht gut aus. Unser Tutorial-Ziel erreicht. Sauber. 5 Schrauben. Die Eisenplatten dauern sehr lange. Aber das kriegen wir auch hin. Da könnten wir natürlich jetzt noch viel mehr bauen. Wir müssen erstmal ein Gefühl entwickeln, wie viele Ameisen pro Maschine wir benötigen können. Aber... ganz nice aus. Pass auf. Was ist hier da? Es ist wie am Bahnhof mit den Taxis. Man muss immer den ersten nehmen. Sonst werden die Ameisen sauer. So. Die kriegen ja sonst nichts zu tun, ne? So. Und so. Und so. Und so. Und so. Machen alle nur noch Nahrung. Sterben ja eh alle früher oder später weg. So. Jetzt sind wir bei 25 Ameisen. Aber die sterben ja alle. Sehr gute Idee, gerade im Chat. Ich kann doch bestimmt auch. Aber nee, das ist halt die Frage. Kann ich die aus der Larve. Nee, das geht. Weiß ich nicht, ob das geht. Dass sich die neuen Larven automatisch irgendwo hin bewegen. Das würde mich interessieren, ob das klappt. Und ich sage hier. Doch, das klappt! Ja, das klappt tatsächlich. Ne, das geht nicht. Okay, warte, irgendwas ist hier. Oh no! Okay, das klappt nicht. Hilfe. So, jetzt wieder. Das Ding ist zu dicht dran. Ich müsste es ein bisschen verstellen. Beziehungsweise das hier verschieben. Ich kann das ja hier auch verschieben und sagen, okay, wir gehen mal ein bisschen so. Und dann das so, ne? Ja. Genau. Dann können wir jetzt auch hier sagen, Transport, bam, bam. So, geil. Das ist eine super geile Idee gewesen. Gut aufgepasst. Bin begeistert. Die sterben alle. Ich weiß nicht, warum die sterben. Aber das ist eine sehr tödliche... Irgendwas fehlt denen. An irgendwas fehlt es denen. Aber an was? Vielleicht kriegen die halt nicht genug Nahrung oder so. Weil die fressen vermutlich das, was sie tragen oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss denen zwischendurch auch mal ein bisschen Nahrung gegönnt werden. So. Dann nehmen wir dich dahin. Und du gehst... dahin. Hammer. Dann muss ich noch eine weitere Brutstation eigentlich bauen. Oder... Nee. Gar nicht wahr. Diese zweige ich um. Die wird umgebaut. Und zwar... Oh.
wir ein bisschen umsetzen, so dass das hier gleich nicht zu Konflikten kommt. So, dann setzen wir so, passt, super, überall wo Platz ist. Und jetzt können wir da einmal noch nichts aufsammeln. Ihr sollt nichts aufsammeln. Ihr sollt da hin und dann gehen die damit ran. So. Da kommen die neuen. Das ist super. Jetzt brauchen wir natürlich für diesen Kreislauf noch eine. Hier haben wir jetzt viel zu viele. Geh mal, hau mal ab. Warum sterben die wieder alle weg? Also aus irgendeinem Grund haben die hier, verlieren die hier alle super schnell ihre Energie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die keine Nahrung haben, weil die Nahrungs-, die, also die Leute scheinen mir länger zu, obwohl da sind auch super viele Leichen. Ich glaube, das ist einfach deren Halbwertszeit, deren Lebenszeit, die werden einfach nicht älter. Aber so langsam checke ich das. Ich würde es natürlich jetzt alles nochmal neu anordnen, nachdem ich es einmal verstanden habe. Das können wir aber auch easy machen, by the way. Dann müssten wir natürlich die Straßen jedes Mal anders machen. Aber wir müssten eigentlich nochmal einen weiteren Brutkasten bauen. Alles sehr eng. Alles sehr eng. Muss ich eigentlich dann die Straße nochmal verlängern? Gerade. So. Dann wieder da rein. Achso, zack. Und dann so. Okay. Jetzt kriegt da auch was ab. Bup, 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 bup. Jetzt muss man eigentlich noch eine weitere an. Die zum Beispiel, also die lebt ewig. Die Ameise, die hier die Larven wegbringt, die lebt ewig. Das ist schon interessant. Müssen wir jetzt aber noch eine weitere Arme. Die sind schon wieder alle tot. Okay, irgendwas ist hier mega strange. Die kriegt nicht genug Futter. Dass er jetzt zu wenig Larven auskotzt. Und hier sind viel zu viele und da hinten sind zu wenig. Ah, das muss man alles richtig managen. Hau mal ab. Hau mal ab. Ja, okay. Das habe ich nicht gut gemanagt. Aber so langsam checke ich das System. Nur das mit dem Lebenszyklus habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden. Muss man ja beeinflussen können. Die sterben hier sofort weg. Jetzt steige ich wieder hin. So, zack. Eins auf Lager. Jetzt holt ihr hoffentlich gleich das zweite. Ameisenstau. Ja, guck mal hier. Ameisenstau. Aber das ist lustig. Ich check's langsam. Ich würde natürlich, wenn ich jetzt neu anfange, alles anders machen. Das ist genau wie bei Satisfactory. So. Wo bleibt die zweite Platte? Kommt doch nicht gleich. Dann haben wir die nächste Stufe auch erreicht. Gucken wir uns mal den Verteiler an, wie der jetzt genau funktioniert. Ah, okay, das ist geil. Das ist gut, weil damit, oh, ich würde jetzt am liebsten nochmal komplett neu anfangen. Und das hier erstmal komplett neu umorganisieren. Aber wenn ich gleich keine Ameisen mehr habe, dann sterbe ich. Oh, was? Baue, kombiniere, erschaffe Arbeiterin. Oh. Zwei kleine Arbeiterinnen zu einer
9 mit einem Kombinierer. Das klingt auch sinnvoll. Am liebsten würde ich jetzt hier alles einmal wegmachen. Und es neu machen. Und wir fangen, hier wäre die Basis. Damit fangen wir an. Und dann haben wir halt diesen... ja, so müssen wir es eigentlich machen. Alles weg hier einmal. Hier ist auch eh gerade leer. Alles neu machen, alles schön machen. Die können bleiben, die können weg. Das muss alles weg. Komm, löschen. Was? Verschieben. Alles weg. Erstmal alles verschieben. Das kann gelöscht werden. Das verschieben wir. Einmal alles weg. Einmal alles weg. Diese ganzen Straßen radieren wir weg. Alles wegradiert. Hoffentlich sterben die mir nicht alle weg, bevor ich den ganzen geilen Scheiß bauen kann, wie ich ihn haben will. So. Das bewegen wir. Das bewegen wir. So, jetzt haben wir 4. Vielleicht reicht das. Und... nee, die ist falsch. So rum. Okay, tschakka tschakka tschak. Jetzt haben wir die 4 Dinger. Jetzt machen wir... einmal... den Teiler. Bam. 1. 2, 3, 4, 5. Ja. Go for it, liebe Ameise. Nee. So, du sollst jetzt... Okay, macht sie nicht. Warum? Hab ich den etwa falsch verstanden, den Teiler? Ich dachte, sie läuft jetzt immer abwechselnd. Macht sie aber gar nicht. Ja, stimmt, man kann auch pausieren. Okay, warte, wieso hat das nicht funktioniert? Eine logistische Ameisenstraße, um Ameisen gleichmäßig auf mehrere Ameisenstraßen zu verteilen. Ameisen verteilen sich selbstständig auf alle Ameisenstraßen, die mit dem Beginn dieser Ameisenstraße verbunden sind. Muss ich dann... Wieso funktioniert das nicht? Ach, weil ich keinen Rückweg gebaut habe. Warte. So, ne? Geht das so? So? Piep, piep. Ich glaube. Da kommt das nächste. Ja. Okay. Okay. Scheint zu funktionieren, hoffe ich zumindest. Dann, das ist damit verbunden, das ist super. Und hier machen wir jetzt bam, bam. Okay, das heißt, die da rauskommen, gehen hier lang, die da rauskommen, gehen da lang. Wobei ich mir fast überlege, dass... Vielleicht ergibt es jetzt dann doch Sinn, die zu kombinieren. Die auf einer Straße zu haben. Oder gehen die jetzt? Na, warte mal. Nee, okay, warte. Das, nee, die gehen den anderen Weg nicht lang. Nee. Die bleiben eher auf der Straße. Da könnte ich vielleicht auch so einen Verteiler bauen. Aber das wäre schon vielleicht gar nicht dumm. Wenn die dann jetzt den kompletten einmal so ablaufen. Hier brauche ich nicht so viele. Das könnte ich auch umbauen. Also hier, der geht da rein, bla 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 bla. Dann gehen die einmal so komplett rum. Dann gehen sie da rein. Dann müsste ich eigentlich von da...
Gehen sie dann da rein. Dann können wir das hier löschen. Und dann gehen sie hier lang. Das löschen wir. So, das ist nämlich, das ist widersprüchlich, genau, warte. So, jetzt. Also sie laufen diesen Weg, dann kommen sie dahin. Dann laufen sie zurück. So, da, den haben sie, ne? Den. Und den. Und dann zurück. Und dann laufen, genau. So müsste gehen. Jo. Okay, und dann haben wir zwei Incubators, die das miteinander verknüpfen. So. Okay, jetzt haben wir einen Kreislauf, aber die kommen halt, machen hier mehrfach Stopp bei der Frau. So. Oh, sieh die ganzen Leichen hier. Dann machen wir als nächstes erstmal diesen Kombinierer. So. Kombinierer, Kombinierer machen wir so hin. Für die beiden da. Okay. Wird gebaut. Dann eine Straße. Oh. So. Achso, falsch. Nee. Dahin. So. Was ist los? Wie laufen die nicht? Was hat da denn jetzt nicht funktioniert? Wir machen das Radiergummi. Transport. Ah ja, jetzt geht's. So. Jetzt kriegen wir hier eine bessere Ameise. Die sterben einfach nicht so schnell. Das ist ja gut. Das heißt, hier richtig Nachschub. Könnte auch überlegen, ob man da zwei macht. Direkt zwei Kombinierer. Nehmen wir erstmal ein. Behalten wir uns die Option offen. So. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Rohstoffproduktion. Die ist ja. Hier ist noch ein bisschen was. Da ist noch ganz viel. Das heißt, hier können wir noch auf jeden Fall unsere Lager bauen. Komm, erstmal weg hier. Mit dem Quatsch. So, das können wir easy alles mal weg. Weg, 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 weg. Weg. Machen wir ein bisschen Platz hier. Ein bisschen Platz haben. Das kommt auch weg. Weg, weg, weg. Ich baue alles neu. Ah, das macht Spaß. Das ist cool. So, alles hier weg. Radiergummi. Und einfach nur noch Leichen überall. So, können wir das? Alles klar. So. Gut. Weg. Jetzt haben wir hier diese Rohstoffe. Das heißt, wir bauen ein, zwei Lager. Die bauen wir lieber ein bisschen mehr Platz lassen. Bauen wir mal. Wollen wir zwei Lager bauen? So. Dann können wir nämlich jetzt eine Straße bauen. Vom Lager. So, was? Was baut er ab? Hier baut er ab. Und da können wir auch abbauen. So, baue ich mal hier ab. Und zurück. Und der hätte ich auch andersrum setzen können. Egal. So, der baut jetzt da ab. So, dann haben wir zwei, die hier voll gemacht werden. Dann brauchen wir natürlich noch einen Verteiler. Und die packen wir dann. Den einen packen wir. Den packen wir da hin. Und den Verteiler ist eigentlich scheißegal. Wie weit die weg sind. So, da kommt jetzt gleich Dingsbums hin. Aber die müssen wir ja bestücken. Wir brauchen mehr Ameisen. Und die müssen wir mit einem Verteiler machen. Das heißt, da brauchen wir jetzt einen Verteiler.
Oh Mann, okay, also einer geht dahin. Einer geht dahin. Und der geht auf den Mapsi rauf. So. Das heißt, was ist los? Wieso ist da ein X? Ah ne, das ist falsch rum. Falsch rum, falsch rum, falsch rum. So rum, ist richtig. Das heißt, sie verteilen sich jetzt gleichmäßig auf. Das könnte ich auch wegmachen. Zack, und dafür einen normalen Transporter. Okay, die verteilen sich jetzt gleichmäßig auf diese beiden Typen da. Aber es ist noch nicht alles. Denn wir brauchen eigentlich noch einen eigenen Inkubator. Das ist sonst zu wenig. Beziehungsweise da können wir die hierfür nehmen. Die machen das einfach. So, die großen Fabrikanlagen, das machen jetzt die, die da rauskommen. Und die brauchen ja, also hier haben wir das, die werden wir nochmal umsetzen, pass auf. Die packen wir einfach hier hin. Eins und zwei. Und jetzt kommen wir zu den Lagern. Ne, erstmal die Dinger, genau. So, die werden hier gestossen, die schmelzen. Und das ist ja dann so, ne? Was ist das da eigentlich? Weg mit dir. Dann haben wir noch die ey. Die zweite. So, das sind die Schmelzen. Das heißt, wir brauchen wieder mal so einen Verteiler. So. Dann wäre das. Bop, bop, bop. Bop. Okay. Und das gleiche hier. Bop. Holen. Dahin und zurück. Jo. Aber wir sind noch längst nicht fertig. Wir brauchen noch mehr Ameisen. Sind wir erstmal die? Wir brauchen noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Kann ich da noch einen dritten? Ja, kann ich machen. Dann machen wir da noch einen dritten. Und der muss dann in die weiterverarbeitenden Gewerke. Na, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber wahrscheinlich, also ist, ich probiere nochmal rum. Das wird am Ende zu wenig sein, er kommt zu wenig Ameisen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir schauen mal. Weil wir brauchen ja eigentlich viel mehr dann hier. Vielleicht muss ich, weil da muss, ihr wisst, der erste Strang braucht mehr Ameisen. Ich könnte jetzt noch zwei, drei und die zusammenführen, dann wird das vielleicht vom Verhältnis her hinpassen. Egal, hier kommen jetzt diese Schmelzen hin. So, dann haben wir hier das Lager. Für die, genau, und da kommt noch ein zweites Lager hin. Oh Mann, Hammer, ey. So, hier kommt noch ein zweites Lager hin und da müssen wir wieder Ameisen haben und oh Mann, das können wir doch eigentlich sagen. Wir liefern das dann hier ab und gehen dann zurück. Gehen zurück und machen mit dem Radiergummi das Zwischenstück weg. Das da. Hey. So. Nein. So. Jetzt kommen sie da raus. Holen das. Bringen es ins Lager. Gehen zurück. Das gleiche müssen wir dann hier machen. Dass wir auch sagen, okay, pass auf, du kommst. Du holst hier. Du kommst. Hier holst du das Eisen, holst es hier ab, gehst da ins Lager und ja, gehst dann wieder deinen Weg. So, dann würden die das voll machen und dann kämen als nächstes hier diese Johnnies, das ist der Schraubenboy und das ist der Plattenboy, glaube ich. Bisschen eng schon wieder alles, nervt. Und dann müsste ich jetzt noch einen weiteren Kreislauf machen. Gott, ey.
Ich glaube, das ist, funktioniert so nicht. Aber vom Grundprinzip. Oh Gott, ich guck nicht in den Chat. Wahrscheinlich ist Ansuide wieder am... So, da ist einer hier. Und... Kommt, holt das. Und dann bringst du das in eine weitere... Ja, warte, was ist das? Das ist der Schraubenpeter, oder was ist das? Ja, das ist der Schraubenpeter. Das ist das Schraubenpeterlager. Das kommt dann hier hin. Und dann brauchen wir noch ein weiteres Lager. Für die... Für den da. das ist noch nicht perfekt. Ich will es jetzt aber einmal fertig kriegen. So, und dann bringt er das ins Lager und dann geht er zurück und läuft denselben Weg nochmal. Ich guck gar nicht. So, jetzt machen wir noch den letzten hier unten. Da brauchen wir dann wieder so einen Teiler, ne? Zack, Transport, bam. Okay, warte. Du musst bis da ganz hinten laufen. Du gehst jetzt... wir brauchen die Dinger, ne? Ne, warte, das radieren wir einmal weg. So, zack, zack. Holst du dir auch so ein Leckerli? Dann bringst du das... da rein und lieferst es ab und dann machst du einen schönen Weg zurück. Holst dir hier keine Ressourcen. Wir holen uns keine Ressourcen. Okay, dann gehst du diesen anderen Weg zurück. Na, jetzt, der geht da sonst am Ende noch in diese... So und... Bis da. Rein theoretisch müsste es jetzt funktionieren. Aber nur rein theoretisch. So, jetzt lassen wir es mal sich ausspielen. Hier werden die Arbeiterinnen produziert. Jetzt müssen die immer abwechselnd in jeden Kreislauf rein. Sie geht da rein. Sie geht da rein. Und ich hoffe mal, das passiert automatisch abwechselnd. Sie holt sich aus dem Ressourcenlager da so ein Bröckchen. Das wird jetzt hier verarbeitet. Er ist schon auf der... Sehr gut, sie bringt es ins Lager. Jetzt haben wir... Oh, warte, habe ich schon die... Die bringt es ins Lager. Warte mal, ich hab doch was vergessen. Ich habe jetzt beide da geholt, ne? Das ist Quatsch, die holen beide da. Ich müsste den hier rüberziehen. Warte mal jetzt, den... Das sollte doch dahin. Okay, warte. Zack, zack. 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 Oh Mann. Okay, zack, zack. Du gehst dahin, dann gehst du dahin. Du gehst den Weg. Oh Gott, ist das richtig? Ich weiß es nicht. Also, du gehst da ans Lager ran. Gehst hier lang, schmeißt die Suppe da rein, gehst zurück, schmeißt es in dieses Lager und haust wieder ab. Je ne sais pas. So, okay. Haben wir auch. Und jetzt muss ich mal langsam zu einem Ende kommen. Leider. Okay, ich kann normale Arbeiterin kombinieren, um Erfinder zu erhalten. Auch noch. Was ist denn das schon wieder für ein... Ach was, wie, was? Rechts, links? Rechts? Achso, warte, da fehlt eine. Es wird nicht genug gebrütet. Aber sie müsste eigentlich genug gefüttert werden. Okay, also... Es ist ganz nice. Es erinnert mich wirklich an Satisfactory. Ich finde es wirklich lustig. Ich bin gespannt, wie komplex das wird. Es macht richtig Spaß, die Wege so sich zu überlegen. Und die Verteiler aus den zweiten Stufenlagern fehlen. Ja, ne? Das stimmt. Ich hätte das mit Verteilern machen müssen.
hier da einen Verteiler platzieren. So hätte ich es machen müssen. Und hier auch. So. Und dann, aber ich habe das jetzt, ich hätte dann, müsste ich wieder einen eigenen Kreislauf machen sozusagen. Aber ist egal. Das Grundprinzip haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. Es ist lustig. Das ist nur eine Demo. Ihr könnt euch die Demo einfach kostenlos auf Steam ziehen. Speichern mal. Speichern. Neuspielstand. Was? Hier. Neuspielstand. Mein Spielstand anlegen. Bitte machen Sie sofort. Egal. Speichern. Ja, wir überschreiben. So. Das ist, was habe ich gesagt? Microtopia. Check it out auf Steam. Für lau. Und wenn das in der Vollversion da ist, habe ich Bock, dass wir das mal zusammen spielen, Microtopia. Weil das hat wirklich so Satisfactory Vibes und ist lustig. Das war's von mir. Ich freue mich wie immer über Feedback. Wenn ihr das auf YouTube schaut, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tretet nicht auf Ameisen, wenn ihr sie seht. Tschüss. So. Ganz lustig, oder? Freunde, ich schicke euch mal weiter. Ich muss jetzt nämlich schnell los. Keine Zeit. Schicke euch schnell weiter. Und zwar... Ach, guck mal, der ist ja auch noch da. Schicke ich euch rüber. Zu dem alten Knarzheimer. Huch. Was? So. Wir sehen uns dann später, heute Abend, bei Rocket Beans TV, wenn wir gemeinsam RBTV Home machen. Ich hoffe, da seid ihr wieder dabei. Lieben Gruß an die Knarznase und bis später. Seid ihr soweit? Sieht gut aus, ne? Okay, das war's von mir. Ich schicke euch rüber. Ciao, Leute.